So, Freunde. Und dann würde ich sagen, wären wir schon wieder zurück bei unserem wunderbaren zweiten Lieblingsspiel nach Sims gefühlt. Ah, zumindest momentan Lieblingsspiel. Ich habe gefühlt immer temporäre Lieblingsspiele, habe ich den Eindruck. Wieso habe ich hier noch eine Taskleiste? Naja, wir gucken mal. Kann die Taskleiste bitte weggehen? Das wäre echt sehr toll. Ihr seht die Taskleiste zum Glück nicht. Aber ich sehe die gerade. Ja, er macht die Taskleiste nicht weg. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal kurz neu starten. Sekunde. Mach die Taskleiste weg. Spielen. Ich hatte die Taskleiste nicht ausgeblendet. Was soll denn das? Jetzt ist sie weg. Okay. Cool. Sowas komisches. Wir streamen heute wahrscheinlich, wenn das jetzt dann, denke ich mal, irgendwie dann klappt, mit der lieben Fortuna, habe ich gehört. Ich weiß nicht, wie viele Leute da noch dabei sind. Ich glaube, Danus hat auch gerade noch mitgespielt. Vielleicht macht er auch noch eine Runde mit. Und ja, mal gucken. So, ja, jetzt habe ich keine Taskleiste, so gefällt mir das. Aber ich muss zugeben, ich spiele das Spiel gerne in VR, aber VR ist so anstrengend, ne? VR ist einfach so anstrengend auf Dauer. Und es spielt sich auch ein bisschen schwerer, habe ich den Eindruck, in VR, als wenn man es normal am PC spielt. Aber, naja. So, ich muss meinen Rekord hier erhöhen, habe ich gehört. Und so. Wir müssen mal gucken. So, wir fangen jetzt eh erstmal langsam an. Ich glaube, die anderen sind noch auf Geisterjagd, I guess. Muss mal gucken. Oder waren auf Geisterjagd. Kann ja mal reinschauen. Ich glaube, wir sind dann voll wahrscheinlich. Huh, Gottes Willen. Achso, nee, ich wollte keine private Lobby erstellen. Kacke. Beitreten. Interessanter Code. So. Hallo, hört mich jemand? Hallo? Hallo. Oh, Leute. Ach, hallöchen. Ja, hi. Okay, ich glaube, ich höre euch alle. Cool. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Ja. Bekannter Geisterjäger. Wer von euch spielt in VR? Noch niemand, glaube ich. Ich würde lieben gerne, ich habe meine VR-Brille letztens erst verkauft. Aber weil ich mir neu kaufen will. Aber wie hast du das so schön gesteckt hier? Oh. Ich würde das auch so stacken können. Ich habe das in VR versucht, ja, aber es ist immer umgekippt. Hinwerfen. Ah, okay. Anscheinend muss man. Okay, vielleicht platziere ich das auch mein VR dann dahin. Aber das ist ja einfach, das ist ja langweilig. Das, wieso habe ich Fortuna nicht? Fortuna, gib mir ein Zeichen. Bist du da? Ich höre sie nicht. Wieso? Du redest aber. Was? Ja, mach es sehr leise. Ach so, ja, ich bin. Ja, ich weiß nicht, warum ich so leise bin. Ich. So. Keine Ahnung. Stimmt, man könnte sich ja mit Muten im Discord. Kann man nochmal Einstellungen gucken, aber ich will mir eigentlich nicht alles zerstören, YouTube. Also, vorhin hat es funktioniert. Mute ich mal im Ding, vielleicht funktioniert es dann wieder. Hallo, hallo? Hi, jetzt. Hallo. Hallo. Ah, hi. Menschen. Jetzt nicht mehr. Hi. Jetzt ist gut. Hallo. Und hallo. Ich bin schlecht empfangen. Und Marcel, wenn du magst, kannst du auch auf den Discord kommen. Darüber kommunizieren wir, falls was schief geht. Aha. Und du siehst aus wie ein. Du hast so ein Fiepen im Hintergrund bei mir. Hab ich sowas auch? Oder ist das der PC? Man hört halt immer bei Dingens alles. Bei mir? Das ist immer bei Friends auch schon aufgefallen, aber ist ja nicht so. Ja, das ist so ein hohes Fiepen, ist das irgendwie. Wir könnten auch komplett in Discord an sich gehen und dann mutet sich halt derjenige, wenn er stirbt. Ist vielleicht besser, weil dann hat man sowas nicht im Hintergrund irgendwie. Weiß nicht, ich hab sowas ähnliches auch mal gehabt bei mir.
Aber es ist doch viel atmosphärischer, wenn man es nur in-game hat. Ja, aber wenn da halt so. Wenn da halt so. Ja, wenn da so ein Grillenzirpen ist, weiß ich nicht. Nee, das höre ich bei mir gerade. So ein leicht statisches Rauschen. Nee, es ist kein. Ohne, dass ja, jemand nee, 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 nicht das Grillenzirpen. Es ist eher so ein. Aber war es auch in-game so? Also, wenn wir in der Lobby. Also, im Game-Game-Game Ja, war es auch. waren? Aber im Ja, Discord ist nicht. immer so. Ja, im Discord wird sowas weggemacht normalerweise, aber. Ja, das ist halt wegen Phasmophobia-Dingens hier immer. Wäre vielleicht Discord dann besser, meiner Meinung nach. Zumindest weil, ne? Aber wie gesagt, wir können uns dann ja im Discord dann muten, wenn einer stirbt. Können wir machen, wenn mein Fiepen. Ich weiß nicht, wie es sich anhört. Also, falls es störend ist, dann können wir es auch über Discord machen. Na, das geht schon. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen doof für. Würde ich jetzt gerade nicht ausstreamen, würde ich sagen, ja, vielleicht, aber so weiß ich gerade nicht. Ich wüsste auch nicht, wo ich es ändern Dann würde machen wir gerade. es mit Discord. Nee, ich weiß Ja. nicht, wie es, also was ich Was ist machen denn könnte, dass gerade? es nicht mehr fiebt. Gar nichts. Ich wüsste halt auch nicht. Gar nichts. Okay, hier weiß ab. Weiß ab. Ja, also mir wäre Discord lieber, wenn Und ich ehrlich schmeckt. bin. Wenn das geht. Ja. Guck mal, seit eben ein Okay, Channel kann man schon, sich ne? jetzt irgendwie muten? Also man kann eine Taste einstellen. Hallo. Ah, In dem Discord bin ich auch nicht so leise. Weil bei Dich hört man Phasmophobia. gerade doppelt. Ja, ich muss mal nochmal raus. Push to Talk reinmachen. Vito. Ah, ich kann nicht jetzt weg. Da war was. Ich finde, Dito ist ein sehr schönes Wort. Ich finde, Dito ist ein sehr schönes Wort. Das war Bei ein Pokémon. Dito muss ich immer an Ditto denken, Ja, nicht ne? Pokémon. Ja, muss ich auch. Ach. So, jetzt müsstet ihr mich nicht mehr hören, oder? Ja. Okay. Ey, ich wollte den. Gehen wir zusammen in den Schrank. So. Ich. Zusammen im Schrank, so wie in Sims. Nein, nicht so! Okay. Mother, ich gehe nicht mehr mit dir in den Schrank. Mit mir in den Schrank? Du warst nicht mit mir in dem Schrank, das wüsste Nein. ich. Nein. Ja, ich habe noch einen übrig. Geil. Nee, das musst du nicht wissen, Mother. Mit Chloroform geht alles. Oh, Alles. Gottes Willen. Oh, ja, okay, alles klar. Müssen Also wir Bescheid, zustimmen. ne? Oh, ja. Wieso bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, Mann? Ja, ne? Das ist ja innovativ hier. Ja, wenn schon, denn schon. Ich glaube, ich habe einen Krümel auf meiner Tastatur. Um da daher. Was isst du denn Currywurst eigentlich Soße nochmal? auf der Tastatur. So einen Milka Schoko Crunch Nam nam Füllung nam. Riegel. Und hallo Alex und Marc, wie geht's euch? Soll ich mich muten, wenn ich mit meinem Chat rede? Wie du magst, also ich mach's manchmal, aber. Ich muss mal gucken, wo ich meine Mute-Tasten habe. Softbau. Nehmen wir das doch mal. Ich mache mir auf jeden Fall mal eine Mute-Taste, man weiß ja Aber ich nie. habe Ferrero Küsschen gegessen. Eigentlich wollte ich nur zwei essen, aber irgendwie wurden es sechs. Ich kann da nie bei einem bleiben. Hat mich eigentlich noch doppelt? Ja. Ja. Hast du lokales Push-to-Talk auf angemacht? Warte, warte mal. Das kannst du nur in PC-Einstellungen draußen, genau. Und was habt ihr für einen Basketballrekord schon? Ich weiß nicht, was 666. Boah, was? Ich habe 308. Und ich dachte, ich wäre schon schlimm. Was ist los mit euch? Wir spielen Ich aber. hab 6. Basketball spielen ist toll Ich da weiß in nicht dem mehr, wo Spiel. der Ball ist. Ich weiß auch nicht, wo der hingerollt ist. Ich weiß auch nicht, der Ball ist weg. Der Ball ist. Ja. Vielleicht liegt er wieder irgendwo unten drunter. Ja, wahrscheinlich. Wieso sehe ich hier eigentlich kein Discord-Overlay? Da ist der Ball. Hallo, ich bin wieder da. Hallo. Ich bin nicht besser im Basketball. Ich habe kein Discord-Overlay hier in dem Game. Warum? Was soll das? Keine Ahnung, ich habe auch keinen Nvidia-Overlay in dem Spiel. Das ist ja alles unpraktisch. Naja. Brauchen wir was zu trinken? Okay. Ja, dann geht jetzt alles, oder? Jetzt hat jeder hier richtig eingestellt. Ja. Ich hab
schon so viel schön. Okay, dann Gin? Gucken wir mal, was wir alles brauchen. Ja, ja, was hast du getrunken? Eine Flasche leer gemacht. Eine Flasche. Ach so, schön. Leer gemacht? Thermometer. Ja, ach so. Dann nehme ich mal noch eine Videokamera. Wir waren nicht. Wir haben nicht schon. Ich mag Gin. 3-4 Flaschen Bier und danach Gin. What? Gin ist lecker. Ja. Gin ist doch auch hier ein Geist. Mhm. Ich glaube, der wird anders geschrieben. Ja. Das ist wahrscheinlich wahr. Unwahrscheinlich. Irgendwann mal spiele ich alleine das Spiel, nur um Basketball zu spielen. Die ganze Zeit immer am Basketball spielen, oder? Genau. Ja, 24 Stunden Run. Wie viele Punkte schaffe ich? Ach, da so, den haben wir eigentlich jetzt noch alles je nachdem, da. Wie lang die hallo Steffi Anzeige und hallo Kitsune. Schön, dass ihr da seid, Leute. Schön, dass ihr da seid. Oh, komm schon. So. Ja, haben wir dann alles? Ja. Haben wir. Dann wählen wir einen coolen Job. Profi oder fortgeschritten bitte hier. Ja, dann müssen wir noch was einkaufen? Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Haben wir... Oh, warte mal, ich glaube, es fehlt noch ein Räucherstäbchen. Das Treehouse oder Highschool? Aber welche Schwierigkeit? Du kannst nur normal, oder? Oder Anfänger. Ne, Räucherstäbchen habe ich eigentlich schon reingepackt. Haben wir hier Räucherstäbchen? Steht doch nicht dabei, aber ich habe sie reingepackt eigentlich. Dachte ich. Weißt du, was wollt ihr? Feuerzeug ist jetzt drin. Was hast du denn? Highschool, Streethouse oder Roadhouse? Die Schwierigkeit ist bei allen Anfängern, oder? Ja. Mir ist das relativ egal. Eins der Häuser, nicht die Highschool. Dann nehmen wir das. Brauchen wir noch was Zeugs kaufen? Ich glaube, wir haben so weit alles. Wir haben Fischstäbchen, Thermometer, Geisterbuch. Ich denke auch, dass wir eigentlich soweit alles haben. Okay. Done, ready. Hey, oh. Let's go. Man kann das bis zu 4 Leuten spielen. Ach stimmt, das muss man hier gar nicht mehr warten, bis alle drin sind. Bis man sie wieder hört. Oh, ich finde aber den Satz toll. Rennen ist nicht immer die beste Option. Ja. Ja. Endlich mal ein Spiel, was gegen bewegt. Stimmt, man bewegt sich auch nur so langsam, das ist gar nicht mal so schlimm. In VR, glaube ich, sprintest du aus Versehen die ganze Zeit. Mir ist das niemals bewusst. Okay, also... mit einem Thermometer unter 10 Grad Celsius einen Raum finden, mit einem EMF-Reader Beweise finden und ein Foto vom Geist machen. Der Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der alleine ist und heißt Susan Jones. Wie, Susi? Susan Jones. So, was habt ihr denn alles genommen schon? Also, ich hab das EMF. Nehme ich das mal. Hat wer zwei Taschenlampen genommen? Entschuldigung. Nein, ich hab eine. Ja, ich hab noch keine. Ich hab eine Videokamera dabei. Cool. Hä? Wir hatten doch gerade eben noch. Wir hatten 4 Taschenlampen doch, oder? Feuerzeug, wenn das eine wir hatten sogar 5. Aber ich habe nur eine genommen. Ah, das kann sein, weil ich aus Versehen verlassen habe, dass dann meine rausgekommen ist. Ah, sind. Ja, gut, okay. Ja, okay, dann laufe ich halt mit der UV die ganze Zeit rum. Ist bestimmt gar nicht gruselig oder so. Dann kriegt Freundin noch das Feuerzeug und ist alles in Ordnung. Ich habe doch eine Taschenlampe. Ah, okay. Hier ist ein Schlüssel. Oh, warte, ich hab ne Idee. Komm gleich wieder. Okay. So ungewohnt, dass man bekommt, wenn jemand geht. Also entweder ich bin blöd oder der Geist hat gerade die Kerze hier bewegt. Ich schwör. Macht die Kerze was heller? Ja, oh, die bringt ja gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich gemutet bin oder nicht. Ja, die Kerze, das Feuerzeug bringt nichts. Nee, also Kerzen bringen an sich schon was. Aber das Feuerzeug nicht. Aber das macht kein Licht, meine ich. Nee, die Kerze hat ja jetzt auch nicht wirklich Licht gemacht. Sag mal, wo seid ihr jetzt eigentlich alle? Ich glaube, Marco.
Ich war nicht im Keller. Ich bin gerade oben. Wer hat denn das EMF? Ich war im Keller. Ich? Bin gerade im Kinderzimmer. Ich laufe oben ab und wenn hier nichts ist, dann gehe ich in den Keller. Oh, ich habe dasselbe Kuscheltier. What? Ja, der Hase in dem Kinderbett. Das ist relativ bekannt. Willst du den Schlüssel nicht nehmen? Nein, Schlüssel. Also ich habe keinen auffällig kalten Raum gefunden. Okay, das ist aber schlecht. EMF hat er auch nicht ausgeschlagen. Nee, ich laufe gerade noch oben durch. Da fehlen mir noch 2-3 Räume. War jemand schon in dem Paar? Hier ist nichts. Hat wie viele Schuhe da am Bett stehen? Das Recht, wer stellt seine Schuhe denn ans Bett? Vor allem so weit oben im Haus. Ja. Und das ganze Haus dreckig. Hier mal gar nicht. Hat gerade jemand von euch eine Tür zugemacht? Ich habe nur welche auf. Ich habe nämlich eine gerade gehört. Ja, ich habe auch gerade eine gehört. Im Keller? Ich bin gerade im Keller. Habt ihr die Kellertür zugemacht, als ihr rausgegangen seid? Ich nicht. Meine nicht. Nee, haben dann hat er die Kellertür zugemacht. Ich kann mir vorstellen, weil ich habe vorhin einen Step gehört im Gang. Ja, ich habe gerade auch einen Step gehört, deswegen bin ich zu euch gerade. Da liegt, glaube ich, auch noch ein Schlüssel. Ah! Oh, ja, sage ich ja, Gang. Ich glaube, es ist der Gang hier. Geh mal da nach vorne, hier so. Hier ist nämlich. Im Gang war ich und dann gehen wir jetzt in den Keller rein, würde ich sagen. Oh, hier ist ein Fingerabdruck. Der ist schon wieder gesteppt gerade. Oh, okay. Kommt ihr mit? Alter, also, welcher Raum ist jetzt so kalt? Ist das jetzt hier der Flur oder ist das ein Keller? Es ist in gar keinem kalt. Ja, dann gehen wir mal runter in den Keller. Aber ich glaube, es ist der Flur hier. Oder aber halt der Keller. Ja, oder vielleicht wirklich der Keller da noch. Aber hier ist definitiv, der Handabdruck hier ist in der Kellerinnentür, also würde ich fast sagen Keller vielleicht. Dann gehen wir mal kurz runter. Entweder Keller oder halt, ja, da halt. Guck nur kurz, nicht, dass hier irgendwas ist. Nee. Oh Gott, ich dachte gerade, da schwebt ein Feuermelder, oder Feuerlöscher. Aber es war nur so ein komischer Fliegenfinger-Dingens. Ja, habt ihr schon das Buch irgendwo mal platziert einfach? Im Gang da oben vielleicht einfach? Nee, noch nicht. Ja, aber dann schaue ich mir den Keller. Die Kamera hat man ja im Gang oben platziert, einfach mal so. Schreib etwas in das Buch. Hier, Eisatmen hatte ich gerade kurz. Oh, war sicher? Hier? Hier hatte ich, noch für eine Sekunde kurz stand ich im Rauch. Deswegen hier gerade, so da, so bei der Ecke hier. Ja. Für eine Sekunde aber nur. Es war direkt weg wieder. Dann nehme ich die Kamera mal wieder mit und stell die mal aufs Klavier ein bisschen. Geh mal in die Garage. Wird's auch gerade ein kleines bisschen kälter. Hat der Gäste gerade das Licht angemacht. Master bringt Kerzen. Kerzen sind toll, okay, lass mich in Ruhe. Oder ihr was? Kerzen sind auch toll. Wie viel? 2 nur. Ah, 4! 4! Wir haben ein bisschen Aktivität, stimmt. Nee. Hier beim Keller, bei der Kellertür. In dem Flur hört's wieder auf. Bist du da? Wo bist du? Bist du hier? Hinter uns hier. Wie alt bist du? Ich hab's nicht mehr. Wo bist du? Ah, hier wieder. Bist du da? 5! 5! Oh lol. Bist du da? Aktivität ist auf 8. Ist wieder ein bisschen abgesunken. 6 runter. Sag mal ihren Namen. Ah, ne, da wird sie aggressiv. Nee, lieber nicht. Er wollte die Kamera gerade ein bisschen umplatzieren. Die ist auf dem Klavier. Die Aktivität ist, glaube ich, auch runter. Hier,
wo ich stand gerade. Hier, wo ich stehe. Vielleicht dann da irgendwie so auf die Kommode oder so? Ja, oh. Vielleicht hast du gerade da hinguckt, wo du jetzt stehst oder so. Das wollte ich nicht. Weil da sehe ich jetzt gerade nicht so viel. Ups, liegt halt jetzt auf dem Boden. Okay, Ziel 3 haben wir schon. Also er hat weder ins Buch geschrieben, noch... Kann auch eine Banshee oder ein Revenant sein. Ja. Revenant hätte Geisterbuch. Eine Banshee hätte Gefriertemperaturen, was auf das zutreffen würde, was Fortuna gerade gesagt hat, dass sie es angeblich gesehen hat. Ja, aber es kann auch ein Bug vom Game sein. Ja, ich würde es also auch nicht, wir sind nicht mal unter 10 Grad. Ja, ja, deswegen würde ich eigentlich eher davon ausgehen, dass du es vielleicht eher doch nicht gesehen hast. Ja, nee, alles. Aber, also noch nicht gesehen hast vielleicht, aber. Die Tür ist nicht mehr im Türrahmen. What? Bei mir schon. Ich glaub, bei mir ist die paar Meter weiter draußen. Er ist hier durchgelaufen. Anscheinend. Aber ich sehe keine Fußspuren. Interessant. Guck ich mal, ob er jetzt ins Wohnzimmer gegangen ist. Schreibe etwas in das Buch. Aber bei uns passiert nichts, wenn wir aus Versehen durch Salz laufen, oder? Nee, nee. Jetzt war ja wirklich nur, dass das Gerät ausgeschlagen ist, gell? Und Fußabdrücke und Fingerabdrücke. Ja, ja, die Fingerabdrücke. Schreib etwas in das Buch. Schreib etwas in das Buch. Susan, komm schon. Oh, sag ja auch noch den Namen. hast du eigentlich die Ingame-Voice angemacht, Maser? Ich hab doch F gedrückt gerade, oder nicht? Hier ist auch noch ein. Ich weiß, ich war nicht in der Nähe. Mal gucken, der auch noch zählt. Hörst du mich jetzt doppelt? Hallo? Ja, der Geist stand hier gerade. Ja, wir hören dich gerade doppelt. Okay. Ich hab kurz was vom Geist gesehen im Bildschirm. Das sah voll cool aus. Der kam bei der Kellertür rausgelaufen. Ich mach mal zu. Hast du ein Foto gemacht? Ja. Oh, Foto, dann kann ich mir das angucken. Alter, man sieht's halt, wie das Kind ihr nachläuft, ey. Das war dieses komische Piranha-Kind, ne? Ich geh nie wieder aus dem Van raus. Der war aber sehr schnell. Das würde sehr für einen Revenant sprechen. Ja, der war wirklich sehr schnell. Extrem schnell. Die ist mir voll entgegengerannt. Revenant hätte Geisterbuch, ne? Okay, lass mich mal ganz... Revenant hat Geisterbuch, ja. Lass mich mal ganz kurz das Buch nehmen. Banshee hat Gefriertemperaturen. Eben, es ist ein Revenant. So schnell wie die war und wir haben hier nicht mal einstellige Temperaturen. Schreib etwas in das Buch. Ich hab's mal in die Kellertür da reingelegt. Lass mal kurz rausgehen und ihr ein bisschen Zeit geben, damit sie reinschreiben kann. Banshees haben Angst vor dem Kruzifix. Da ist sie wieder. Oh, 10 Aktivität. Ich dachte, sie läuft da gerade, aber ich habe sie nicht gesehen. Ja doch, sie lief ja gerade, aber sie ist direkt davor verschwunden, bevor du das Foto gemacht hast. Boah, die ist voll aktiv gewesen. Ja, die ist uns gerade wieder hinterhergerannt. Kann ich mal das Thermometer haben? Manchmal backt das bei manchen Leuten. Achso, ich hab's gerade drin liegen lassen. Achso, ja, dann... Die Kellertür zugemacht wieder. Nee, das war ich. Aber du
War es doch gut. Kann mir jemand eine ordentliche Taschenlampe geben, wenn jemand gerade eh nicht mehr reingeht? Ja, warte. Ja. Dankeschön. Ja. Aber wo ihr beide hier im Van standen, wo wir alle im Van standen, ist gerade die Tür zugegangen, wo niemand im Haus war. Echt? Ja, die ist gerade zugegangen. Jetzt ist ein Licht ausgegangen. Die Kerze, glaube ich, war ausgepustet oder so. Die geht von alleine aus. Ach so. 8 Grad, 9 Grad. Buch ist noch leer. 10 Grad. Das ist, wenn dann, schon der Raum hier oben, ja. Oder? Oh, Aktivität 2. Geistaktivität. Ich habe in die eine Ecke mal einen hingelegten Crucifix. Oh ne, Geistaktivität ist wieder runtergegangen. Vielleicht dann wegen dem Kruzifix, das du gerade platziert hast? Das ist möglich, weil hier der, was ist, Revenant? Ne, der Banshee mag. Der Banshee. Also das Buch schreibt halt auch gar nicht rein. Schreib etwas in das Buch. Du doofe Kuh. Aber es sind doch bei weitem keine Gefriertemperaturen. Nee. Ich finde es immer noch interessant, dass man einen Raum mit. Ah, wir haben einen minus 10 Grad. Oh, 7 Geistaktivität, 7. Was? Ah, ne, das heißt unter 10 Grad. Ja, unter 10 Grad, ja. War aber gefunden. Ja, hier ist 9 Grad. Ja. Ja, genau, Marsa, da wo du hockst. Ah, ne, jetzt gerade. Hier ist gerade ein Ball gespawnt und einfach die Treppe runtergefallen. Ja, der Geist war auch gerade aktiv, irgendwie. Ja, es war gerade sehr aktiv. Es war gerade kurze Zeit auf 7 oder 8. Der Ball ist einfach gespawnt und runtergefallen. Ich will halt auch Basketball spielen. Ja, ich glaube auch. Darfst du aber nicht. Oh. Das ist jetzt aber bestimmt ganz traurig. Da wäre ich jetzt auch wütend. Egal. Ich werde nicht bezahlt. Ich muss nicht nett zu Kindern sein. Da ist sie wieder. Oh, stimmt. Boah, die sieht ja mal nett aus, ey. War das hier Ironie? Nee, ist ja kaputt. Oh, Geistaktivität war gerade dann auf 7 und jetzt. Kann sowohl als auch sein. Ja. Das Bücken sieht ja immer sehr interessant. Warte mal. Schreib etwas in das Buch. Die Tatsache, dass sie halt so ewig nicht reinschreibt, würde ich trotzdem sagen, dass es Gefriertemperaturen dann sind. Weil ich glaube Fortuna, dass sie es vielleicht kurz wirklich gesehen hat. Weil ansonsten hätte der doch schon lange ins Buch geschrieben. Ja, ich weiß eben nicht, inwieweit das Spiel überwacht ist. In das Buch. Eben, letzte Runde, da war ja auch, haben wir das Buch hingelegt, hat ewig nicht da reingeschrieben. Ja, eben, genau, darum. Das hat echt lange gebraucht. Ah, die Tür ist zu! Und das Licht zackert, ich bin tot. So was von tot. Oh, 10, 10. In der Ecke, wo wir die alles aufgestellt haben, da war auch noch ein Kruzifix. Übrigens, immer noch 10. Die ist wieder in dem Raum da unten. Ich sehe sie gerade aufflackern in der Kamera. Ja, meine Taschenlampe hat geflackert und dann habe ich sie stehen sehen. Die ist da immer noch. Ich sehe die immer wieder. Oh fuck, ich sehe die gerade auch. Ich versteck mich gerade. Oh Gott, ich sehe sie auch. Vom Keller fest. Jetzt ich. 0. Ist 0. Oh Gott, ey, die wollte in den Keller kommen und mich töten, glaube ich. Ja. Nein, sie war es bei mir. Sie hat mich angefaucht. Zweimal. Oh Gott, ich bin hier weg. Raus. Ich gehe nie wieder in dieses. Ja, erst rennt sie auf mich zu, dann steht sie auf einmal von mir. Oh Gottes Willen. Oh, 10, 10, 10. Oh Gottes Willen, ey. Hast du es auch gehört? Ja, ich hab's auch gehört. Es ist verwirrend, dass ihr beide gleich aussieht. Ich weiß nicht, wer ist. Wer ist Thanos und wer ist der andere, dessen Namen ich noch nicht kenne? Not Today? Wie darf ich dich eigentlich nennen? Ach. Uff. Earl? Kann ich einmal Earl dann sagen oder wie soll ich dich nennen? Du kannst einfach Earl sagen. Das okay. Ist vollkommen okay. Ja. Boah, toter Körper, wait a minute.
Ich habe einen toten Körper angeblich fotografiert. Hä? Hä? Übrigens, Aldo sollte da nicht mehr reingehen. Das, wie toten Körper? Da, ja, guck mal, das Bild, da steht toter Körper drüber. Ich habe aber, ihr lebt noch alle. Ja, interessant. Das ist sehr beunruhigend. Ich habe die Schuhe fotografiert. Nein, ich habe den Ball fotografiert. Ach so. Ich dachte, steht da gerade was im Buch jetzt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich kann doch mal gucken gehen, ich habe noch die meine Sanity. Da steht nichts. Okay. Was ist denn in meiner Sanity? Steht nichts? Oh, Earl, du solltest da nicht mehr reingehen. Ach, Ivo. Oh Gott. Ich gehe aber auch nicht rein. Komm, ich und Danus gehen nochmal kurz gucken. Ja, immer wenn ich drin war, hat die mich geärgert. Oh. Ja. Ja, wobei eine Banshee jagt nur eine Person, ne? Ja. Ach, ich hab das Buch jetzt hier hin platziert. Ach so, ja, das ist aber nicht. Weil die. Der Geist für auf dem. Okay, warte mal, eine Banshee jagt nur eine Person. Aber. Ja. Wen ist dann die Frage? Mich vielleicht, weil sie ist ja mir hinterhergerannt und dann war ich wieder. Ja. Drin. Ja, hat stimmt. Aber das letzte Mal, als wir eine Banshee hatten und dann die Person, die sie jagte, nicht mehr reingegangen ist, kam die halt nicht mehr. Ja, aber... Ich find Banshee eigentlich immer noch sehr... Weil die ist dann... Ich würde halt an sich trotzdem auch Banshee sagen, aber ich bin mir nicht sicher, ob du diejenige warst, die sie gejagt hat. Aber stimmt, sie ist dir nachgelaufen und ich... Ja. Und die ist auch am Anfang auf mich zugerannt. So, das schreit nach einem Milka-komischen Riegel hier. Nach einem komischen Milka-Riegel, sagst du? Ja. Ja. In Ordnung, aber nicht so geil. Ich habe Banshee eingeloggt. Ich denke, es ist eine Banshee. Wenn du auch vorhin kurz Gefriertemperaturen vielleicht hattest, dann könnte das auch sein. Und dann ist sie voll auf mich fokussiert. Voll die Asoziale, ey. Ja. Und ihr braucht dringend einen anderen Skin, ich kann euch nicht unterscheiden. Wieso? Ich kann uns beide gut unterscheiden. Okay. War das gerade bei dir, Maser? Was? Dieser Sad-Ton da? Welcher Ton? Dieses Ding. Ich glaube, der von den Vögeln. Nein. Was für ein Ton? Ich habe Angst. Da war ein Alert, der abgespielt wurde. Ein Alert? Der ist bei mir im Stream gewesen. Hä? Was für ein Alert? Ein Sound-Alert wurde abgespielt, aber der war nicht bei mir im Stream, weil da steht gar nichts. Ja, aber bei mir war auch keiner. Ich habe definitiv gar nichts gehört. Der Geist ist bei mir. Ich glaube auch. Das war der Vogel? Echt? Nein. Ich kenne ja die Melodie. I don't know. Ich weiß so nix. Das beunruhigt mich jetzt aber auch. Was? Die war da gerade in der Ecke. Du hast sie gesehen? Ja. Oh ja, Geistaktivität 10 wieder. Ist die auf der Kamera? Da einmal in dem Raum spawnt sie immer. Oder ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach und sagen, es ist ein Banshee. Ja. Revenant ist langsam, attackieren heftig. Er war halt aber auch sehr schnell, ne? Als er da hinterher gelaufen war. Aber auch nur einmal. Beim zweiten Mal nicht mehr. Banshee ist ja halt auch hier eben dieser Jäger. Beim zweiten Mal habe ich mich aber auch versteckt. Ich habe mich auch versteckt, aber sie war dann trotzdem bei mir oben. Die hat mir zweimal in den Nacken geatmet, ist vor mir. Erst aber sie ist einmal gerannt, obwohl keiner versteckt war und war ziemlich langsam wieder. Oh Gott, im Himmel. Darum, also ich bin eher bei Banshee. Ja, das Buch ist immer noch leer. Ich bleib auch mal bei Banshee. Oh, perfekt, ich habe es nur wieder hingestellt. Können wir dann fahren? Ja, würde ich sagen. Ja. Ich hätte mal hier Sachen. Ich hab sie auch gesehen. Mach nochmal, ich hab's nicht gesehen. Welcome back. Und? I prepared some jobs for you. Okay. Und? Ja, war eine Banshee. Wuhu. Die auch nicht fokussiert war, die blöde Kuh. Aber ich glaube, mich mochte die gefühlt auch. Die hat irgendwie so ausgesehen, als würde sie in den Keller gehen wollen. Ich weiß auch nicht. Und hallo Pia, wie geht's? So, dann haben wir diese Runde was vergessen gehabt? Ja, die ganzen Taschenlampen, ne? Ich füge mal meine definitiv schon mal hinzu. Thermometer, Sanity-Pille nehme ich auch wieder mit. Hm.
Dürftest du nochmal wählen, Fortuna? Nee. Achso. Ich hab gewählt. Kannst du nicht vorgeschritten wählen? Ja, es wäre Asylum. Oh, nee, dann nicht. Okay, never mind. Vergiss, was ich sagen wollte. Wir mögen alle Asylum. Hab ich. Ich hab's noch nie gespielt, aber niemand mag's. Ja, wir können es ja mal spielen später, notfalls. Nee, alles ja, gut. Es ist halt riesig. Boah. Oh, müsste ich an in Zweiergruppen dann aufteilen und dann geht's ab. Wir können auch erstmal Highschool davor, wenn ihr die. Ach nee, die finde ich sogar noch schlimmer als das Asylum. Findest du? Findest ja, du es nicht toll, wenn du den Geist fragst, wenn du sogar das Ouija-Brett findest oder so und dann fragst, ey, wo bist denn du? Und der Geist, der antwortet Classroom 32, ist das nicht fun? Das ist, ja, doch, das ist schon lustig. Aber, also, die Highschool ist halt so ein Quadrat und, oder ein Viereck, sagen wir mal lieber, und das Asylum ist halt einfach so ein gerader Gang, was halt nicht so verwirrend ist wie dieses Quadrat, wo einfach 100.000 Räume sind. Hm. Irgendjemand fehlt noch eine. Achso, nee, passt. Nee, ich hab grad noch eine dazu gemacht. Okay, dann füge ich noch eine Videokamera schnell hinzu. Oh ja. Falls ihr noch was braucht. Eine zweite. Hm. Haben wir ein Geisterbuch, haben wir auch. Ich glaube, es fehlt ein Anzündegerät. Auch Feuerzeug genannt. Feuerzeug. Ja, ich füge mal eins hinzu. Ein Anzündegerät. Ich wusste gar nicht, wie das heißt, okay? guten Morgen, bin ich endlich wieder Schule und zwar endlich wieder Schule. What? Wait, what? Und zwar ich brauchte Sport hinter mir, war mega. Endlich wieder richtig Zeit dafür gehabt und in der Schulzeit habe ich nie so richtig Motivation zu Sport, aber du freust dich trotzdem jetzt auf Schule. Krass. Ich hab den Ball kaputt gemacht. Fortuna hat's kaputt gemacht. Hab ihn wieder repariert. Fortuna hat's wieder repariert. Der Ball leckt aber auch irgendwie bei dir. Keine Süßigkeiten mehr. Oh no. Oh nein. Weißt du, was jetzt zu dir war? Bin an sich auch gern zur Schule gegangen, muss ich zugeben, aber. Muss ich auch zugeben. Ich war heute auch schon fleißig. Oha. Was hat die Steffi denn Schönes gemacht? Ja, moin. Also. Räucherstäbchen. Bewegungssensor. Haben wir einen Bewegungssensor dabei? Nee, ne? Ja, haben wir nicht. Dann nehme ich das nächste Mal mit. Finden Sie einen Raum unter 10 Grad mit dem Thermometer. Patricia Martin, sowohl auf Gruppen. Sorry. Und Räucherzeug. Ich bin Brady. Wir sind mit zwei UV-Lampen. Ja, gefällt besser. Achso, verstehe. Warte mal, achso. Hat jemand ein Foto kam? Ja, hab ich tatsächlich. Wo bist denn du? Wir sind unten. Wo bist du? Achso, ich bin schon nach oben gegangen. Warum? Einfach mal aus Juxendollerei. Bei so einem kleinen Haus lohnt es sich nicht, sich aufzuteilen. Und wenn, dann müssen wir gleich zwei EMF mitnehmen und zwei Thermometer. Sprechgerät. Ansonsten ist das nur verwirrend dann, wenn die ganzen Türen dann schon offen stehen. Wenn man noch nicht drin war, würde ich sagen. Oh Gott! Hä? Was hast du denn? Der Knochen? Hier drin. Was denn? Ah, da. Bei mir wurde ein Sound Alert, der ziemlich laut ist und rumschreit aus. Knochen mitnehmen? Das ist aber lieb von deinen Luren.
Hab die beste Community. Sehr schön. Nicht voll nett. What the fuck? Wieso ist die Badezimmer... Ach ja, weil du sie aufgemacht hast. Normalerweise denke ich mir so, oh nein, die Badezimmertür ist schon offen, aber ach ja, da war ja schon jemand oben. Ups. Ja, da hat jemand sein Spiegelbild nicht mehr sehen wollen, kann ich verstehen, finde ich auch jeden Morgen hässlich. Was? Soll ich dir eine Axt schenken, wenn wir uns mal sehen? Was, du willst mir eine Axt schenken? Ja, dann kannst du auch dein Spiegelbild. Hier sind Minusgrade in dem... Wo? Im ersten Raum links. Direkt unten. Erster Raum ach, links. Direkter Eingang. Neben dran. Jetzt nicht mehr, jetzt wieder. Ja, hier sind aber Minusgrade. Immer okay. Mal wieder. Und hier sind auch Steps. Knarrt. Schreib etwas in das Buch. Hat er auf Gruppen geantwortet, ne? Bist du da? Bist du da? Oh, wie viel EMF? Null. Hä? Der hat aber gerade ausgeschlagen. Nee, der hat mir nicht ausgeschlagen. Dann ist bei dir Buggy. Wirklich. Warte, bleib stehen. 5. Was? 5? Vollgas ausgeschlagen. War das nicht 3? Nein, das war Vollgas. Ich hab's genau gesehen. Wie alt bist du? 5. Haben wir schon eine Kamera hingestellt? Mach ich gerade. Perfekt, ich geh mal gucken. Wo bist du? Auf Phantom oder Banshee wieder. Bist du da? Achso. Kann er überhaupt auf die Geisterbox ins Buch schreiben? Schreib etwas in das Buch. Weiß ich noch nicht. Hier ist ein Fingerabdruck. Kann jemand ein Foto noch machen? Die Aktivität, die war vor kurzem hoch. Die war will jemand ein Foto machen? Hallo? Ja, mach ich. Dann ist es ein Banshee. Wow. Ich mach ein Foto noch kurz und dann. Hä? Du kannst nicht die Kamera auswählen. Steht die schon? Ja, die ist eigentlich auch an. Hast du sie angemacht? Ach, nee. Ist aber nochmal neu. Geht's jetzt? Ah, jetzt, ja. Aber ist eigentlich auch egal, weil ja, wir sehen eh keine Orbs mehr. Wir haben ja alles. Das ging schon, ja, würde ich auch sagen. Ja, aber das sind auf jeden Fall Minustemperaturen, weil ich sehe ja in Arten. Ja, ja. Ja, das hab ich die ganze Zeit mega gesehen. Also, es ist... Ein Banshee. Warte. Gefriertemperaturen, was noch? Fingerabdruck. Fingerprints und EMF. EMF 5. Oder doch gut ausgeschlagen gehabt. Ja. Okay, ja, Bewegungssensor haben wir nicht. Ausräuchern können wir noch. Ah ja. Mit deinem Anzündewerkzeug oder was war das? Ja. Das Geisterbuch brennt. Oh, stimmt. Oh, lol, das brennt. Was? Da ist ein Räucherstäbchen drin wahrscheinlich. Ach, lol. Ich glaube, ich habe es genau drauf geworfen, aus Versehen. Ja. Und du hast Licht angemacht in dem Raum. Nee, war ich nicht. Ah, okay. Der Geist. Der hat gerade mit dem Licht nämlich geflackert. Was klickt hier eigentlich die ganze Zeit? Ich glaube, das ist Thanos. Nein. Ja, dann können wir eh nicht mehr machen, dann haben wir es ja. Ja. Habt ihr alle angetragen? Warte mal, hier fehlt jemand. Das Buch ist aber abgefackelt. Ja, ich wollte nur mal kurz gucken, ob das Buch gebrannt hat noch. Ja, wir fahren dann schon mal, ne? Tschüss. Ja, ja, okay, ja, das gleich läuft danach, ne? Ja, ja, genau. Hier, fang. Vielleicht noch eine Runde in dem Haus schlafen. Alle lächeln, noch ein Abschiedsfoto. Sehr schön. Klick. Tschüss. Wir ihr seid wunderschön, ja. Oh. Welcome back. There's some jobs ready for you. Wow, das war wirklich. Ich würde sagen, wenn es jetzt was anderes gewesen wäre, dann. Dann hätte ich Danus zusammengeschissen. Was? Ja, weil du gesagt hättest, eben erst 5 und bei mir hat es irgendwie nur auf 3 ausgeschlagen gefühlt. Habe ich halt professionelle Schwierigkeit. Wie viel? Schwierigkeit. Fortgeschritten. Roadhouse. Oder ah, Profi kannst du jetzt auch spielen, cool. Sollen wir dann zum Farmhaus gehen? Was hast du denn? So das Treehouse.
Eislinge oder Highschool? Highschool, Highschool. Highschool ist eh nur Anfänger. Ja. Dann können wir auch Highschool an sich gehen, finde ich. Highschool. Dann machen wir Highschool. Wenn ihr Sanity-Pillen kaufen könnt, schon kauft bitte welche. Okay, Moment. Okay, ich nehme mal einen zweiten EMF-Reader noch mit. Brauchen wir noch was? Taschenlampen, oder? Zweites Thermometer. Starke Taschenlampen haben wir bei mir 4 von 4. 4 von 4, ich habe 1 von 4. So Sanity-Pillen, wenn noch geht. Ich habe auch noch eine. Ich habe einmal Pillen mitgenommen. Das haben wir 3 Pillen. Ja, wäre cool, wenn dann sich jeder was mitnehmen könnte von den Sanity-Pillen. Echt? Ja, also jeder könnte eins mitnehmen, theoretisch. Ich habe jetzt, glaube ich, aber 2 schon dazugepackt, bin mir nicht sicher. Wie viel habe ich denn? Achso, nee, jetzt habe ich nur eine. Okay, ich habe nur eine hinzugepackt. Bewegungssensor hat auch schon jemand mitgenommen, okay, das ist lieb. Ja, ein Thermometer. Habe ich noch eins? Ich habe noch eins. Okay, dann passt, weil ich habe meins schon hinzugefügt eigentlich. EMF haben wir ein zweites. Füge ich noch eine Videokamera hinzu. Räucherstäbchen, Feuerzeug. Ja, dann haben wir es, glaube ich. Ja, Schule war schön, Pia, muss ich zugeben. Luis, du musst noch auf bereit gehen und dann können wir los. Achso, schön. Ja. Ich dachte, ich war schon. Warst du auch, aber irgendwie dann nicht mehr. Ja, aber ich glaube, du geändert hast. Ah ja. Ich will fortgeschritten spielen. Nicht Anfänger. Oder zumindest Profi, wäre noch cool. Entweder ich will fortgeschritten schmieden oder zumindest Profi. Diese Aussage hat überhaupt keinen Sinn gemacht gerade. Es lädt. Ach, endlich wieder in die Schulzeit. Ach ja. Was? Ach stimmt, da wollte ich eigentlich auch mal wieder hin. Ja, ne? Mach mal jetzt gleich hier, let's go. Ich weiß gerade, bevor ich hier gejoint bin, fahre ich nach Schule angucken. Warst du noch was? Fahre ich nach einer Schule angucken. Ah, cool. Also, ich warte immer noch, bis ich mich an meine Uni bewerben kann. Ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Wo sie jetzt halt mit Technik. Ja gut, ja nee, die Bewerbungsfristen sind voll verschoben worden. Eigentlich war es 15. September und jetzt ist es auf einmal November. Und echt. Ih. Aber da noch schöne weiße Zähne hast du. Ja, danke. Ich habe viel Alkohol gereinigt. Ja, bei mir war es ganz komisch. Ich als Nicht-Abiturient musste dann halt eine komische Test machen. Ja. Aber obwohl ich die Bewerbung geschrieben hatte, da haben sie mir noch eine E-Mail zurück von wegen, ich soll irgendwie in 2 Tagen alle Formulare abgeben, weil der Anmeldefrist abläuft. Ja. Ich war dann so, hä, wie, was? Ich guck, dass ich so schnell wie möglich hinkriege. Ich kann sie halt nicht mehr verschicken, weil das da eh nicht mehr hin. Ja. Und es stand auch nirgendwo was von dieser Anmeldefrist und diese Online-Anmeldeding war noch gar nicht freigeschalten. Ja. Ja, das war ganz seltsam, aber das war halt, weil vorher noch dieser Test gemacht werden muss oder halt zugelassen wird als dieser Alpha-Test. Ja, das ist einfach nur der Test für berufliche Einsteiger. Dreckiges Wasser, Geister-Event, Kruzifix. Karen Wilson scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Na super. Okay. Dann nehme ich noch ein EMF-Gerät mit. Ich habe auch ein Gerät.
Danus hat ein Thermometer dabei. Danus hat ein Thermometer, passt. Ich habe auch ein Thermometer. Und ich habe das Buch dabei. Ich gehe mit wem gehe ich? Warte, Fortuna hat EMF, ne? Ja. Okay, dann gehe ich mit Danus, I guess. Okay. Wer läuft da gerade rein? Ich. Ja, da hat jemand sehr eilig schon. Das ist eine große Schule, wir müssen einen schnellen Geist finden. Ja, aber wir können wenigstens vor den Geist aufgeben. Wer ist denn jetzt links gegangen? Ich gehe links. Ja, dann, ja, Fortuna, dann musst du auch links gehen. Okay. Dann gehe ich links. Oh, die Tür hier ist eingetreten. Okay, ja, interessant. Ja, da war schon mal jemand da vielleicht. Ich will nicht rein. 20 Grad. Ihr müsst auch darauf achten, wo das Telefon klingelt. Wenn ihr es hört. Telefon! Ich höre die ganze Zeit Türgeräusche. Ja, ist auch warm. Ja. Mit wem laufe ich eigentlich gerade mit? Mit mir. Ui. Aber hier ist überall noch kuschelig warm. Fühlt sich hier auch warm an hier. Herr Maser, ich überhol dich. Niemals. Oh, hier ist aber ganz schön warm. Gibt's auch bei einem Geist, wo es dann super heiß ist? Naja. Nee. Boah, das wäre aber auch cool. Nicht. Vielleicht kommt das. Das ist aber mit Dämon halt vielleicht. Ja, das finde ich schon cool, so ein richtiger Dämon, dann brennt so die halbe Wut auf einmal. Oh, hier sind 20 Grad drin. Ja, hier ist richtig warm. Wow. Ja, wenn halt so heiße Geisterjäger da sind, also. Ja, wir heizen die Bude ein bisschen auf, ja. Ich meine, ich laufe halt mit Fortuna rum, ne? Das muss man halt denken. Ja. 19,9. Hm. Hallo Kalle, wie geht's dir? Nee. Puh, also irgendwer hat hier die Heizung angelassen. Nö, kein Toilettengeist. Nicht die Maul im Wörter. Nee, ich wollte auch gerade sagen. Ist überall warm. Ja. Telefon bei uns. Ja, war irgendwie so rechts, ne? Ja. Oben. Oben rechts irgendwo. Oder oben ich links, glaube, eher gesagt dann. Links, ja. Ich glaube ziemlich sicher oben. Ich glaube, wir können mal unten nach oben gehen. Ja. Müsste nicht auch irgendwo eine Treppe noch sein gleich? Also eigentlich können wir dann gefühlt die ganzen Räume hier gefühlt zulassen erstmal. Weil das war wirklich. Ja, das ist so warm überall. Läufst du oder sprintest? Oh, ich mache immer eine Mischung aus beidem. Was? Maser mit seinem sexy braun gebrannten muskulösen Körper? Ich weiß nicht, wen du da sitzen siehst bei dir, aber das bin nicht ich. Ah, jetzt sind wir hier auf der Seite wieder. Aber da vorne ist doch, glaube ich, hier irgendwie die Sporthalle-Dingens da. Na. Ja, dann erstmal Richtung Eingang nochmal gehen, weil da ist ja am Ende des Flusses dann die Treppe, wo die anderen beiden dann sind. Nee, hier ist nicht. Hallo Kuro. Sorry, hab die Heizung angelassen. Ach Kuro, warum machst du denn sowas? Hier. Was das für Heizkosten sind. Echt so? Ja. Vor allem da ist ja, doch keine. Hier. Ist das hier nicht? Doch hier, 6 Grad. Hier so und so. 6 Grad? Hier sind 6 bis 7, 4 Grad, ja, ja. Hier ist, ich glaube einmal durch den Raum. Das hört sich gut. Ja, 6 Grad ist sehr wahrscheinlich dann. Wo seid ihr jetzt gerade? Auf der linken Seite einfach den Gang runter. Ja, alleine. Ah, da vorne sehe ich links. Müssen wir dann links? Ah, hier drüben. Aber hier ist nichts, das steckt gar nicht aus dem Gerät. Kann ja noch kommen. Kann auch bei dir buggy sein. Können wir mal kurz tauschen, Thermometer gegen EMF. Moin. Nee, dann hören sie die anderen ja ausschlagen. So, wo jetzt? Hallo? Achso, stimmt. Ja, links haben sie gesagt. Hä? Warte mal. Hier bin ich gerade. Hä? Warte mal. Ich hätte das bei dir hier kalt. Ah, oh Gott. Hallo? Hä, warte mal. Ja, Danus, wie hast du es geschafft, da auf das Ektager? Hier so in dem Bereich. Oh. Keine Ahnung. Hä? EMF 3. Wem folge ich gerade? Ja, ich hab 3. Ja. 5 Grad. Aber wo, hä, warte, kannst du mir gerade entgegengekommen sein? Ah, hier. Die andere Treppe lang gegangen. Hä, ja, aber du warst doch hinter mir. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Nein, ich war nicht hinter dir. Du warst nicht hinter mir? Bist du wahnsinnig? Oh, EMF schlägt aber aus. Ich weiß nicht. Ja, EMF 3. Wir haben getauscht. Hier ist auch MFG. Ich wollte dich grüßen.
MF3 und 6 Grad. Ja, Kamera ist geplaced. 2 Grad gehabt. Haben wir das Buch dabei? Ich hab's dabei. Ich hab eine UV-Lampe dabei. Perfekt, dann leg das mal hin, bitte. Guck mal kurz nach, abdrücken. F. Muss ich vielleicht ducken. Oder so. Respects. Ich habe auch ein Redegerät dabei. Oder? Nee, ich hab's doch nicht dabei. Ja, dann. Schreib etwas in das Buch. Hat jemand die Kamera angemacht? Ja. Ja. Vielleicht sollten wir das Licht ausmachen, wenn sie ins Buch schreiben soll. Ist die Kamera so sinnvoll? Weiß ich, guckt halt mitten in den Raum. Also. Wir haben eh noch eine zweite. Ja, okay, dann lass mal erstmal gehen. Ja. Okay, wo müssen wir zur Treppe vorlaufen, ist ja voll stressig. Ging's hier nochmal nach unten? Habt ihr die Tür gemacht? Ja. Okay. Dann bist du das. Okay. Ja. Wir sind hier links runter. Soll ich einfach runterspringen? Ja, drüben verstecken ist übrigens keine gute Idee. So, bin ich da schon mal gestorben? Ja. Becky dann auch gleich danach neben mir. Läuft. An derselben Stelle. Hm? Ja, das geht nicht. Ja, leider. Das hab ich. Hallo, Mrs. Miau. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Zurück. Zurück zum Van erstmal und Sachen holen und Kamera checken. Ich glaube, ich habe auch noch eine zweite Kamera, die wir dann platzieren können. Thanos ist sass, was? Ja, das bin ich immer. Aber ich habe heute noch gar nicht so viele Geisterser. Wie sieht's mit der Sanity aus? Die ist echt noch sehr gut. Insane. Bewegungssensor nehme ich mal mit, dann muss irgendjemand die Geisterbox mitnehmen. Und das Kruzifix, genau. Kruzifix habe ich mitgenommen. Geisterbox kann jemand noch mitnehmen. Was soll man denn eigentlich machen? Geister-Event-Zeuge. Wieso haben wir denn die Tonhalle? Ach Gott, dreckiges Wasser. Ja, super, wie soll man das finden? Ich muss switchen. Da. Ja, ist eine Ticketfolge. Ja, lass mal kurz gucken, ob man was sieht, aber wir müssen noch auf die Türe eine Kamera dann zurichten, würde ich sagen. Sieht. Was? Das ist so auf dem Pult, dass man leider das Buch nicht sieht, wenn was drinstehen würde. Ja, aber da muss man ja auch erstmal. Beim Buch müssen wir meistens einmal gucken, würde ich sagen. Da würde ich mich nicht unbedingt auf die Kamera verlassen. Ja, also hier sehe ich jetzt erstmal keinen Orb. Ich nehme noch die zweite Kamera mit, die platziere ich woanders dann. Der Geisteraktivität schon. Ja. Haben wir die Geisterbox dabei? Ja. Der Fortuna. Was? Habe ich nicht? Wer hat sie dann? Achso, nee, du hast sie doch nicht dabei. Dann kannst du sie mitnehmen? Bitte. Okay. Muss sie ja nicht benutzen, ich kann sie notfalls auch benutzen, wenn du nicht willst. Ich habe ein fixes Grußziel, aber. Wo gehst du rein? Wieso gehst du da rein? Warum nicht? Ist gleich weit. Werden wir ja sehen. Warte auf mich. Okay. Ben! Beweg dich! Ich beweg dich! Oh ne, wir bewegen ist ja nicht so gut, haben wir gelernt. Bewegung ist so eine Sache. Joa. Bewegung ist sehr ungesund. Ja. Und wir sollten so eine Kampagne öffnen gegen Bewegung. Boah, das ist eine super Idee. Gegen Bewegung, ey. Eine Gegenbewegung gegen die Gegenbewegung. Ne, was? Eine Bewegung gegen die Bewegung. Das war aber nicht der Raum hier, ne? Oben und dann rechts. Ich hab die Tür halt wieder zugemacht, jetzt bin ich verwirrt. Achso, ja. Das weiß ich was, ja. Und dann rechts. Ah ja, ich hab ihn gefunden. Nämlich vor diesem Ding da. Da, wo das Licht rauskommt, ja. Ich schon sagen. Aber ich hab gestern schon gegen die Bewegung verstoßen. Er hat ins Buch geschrieben. Okay. Oh, nice. Den schönes reingeschrieben. Ei. Ach, ist das hübsch gemalt. Oh. Kommt er dafür jetzt eine 1? Oder ist im Wahlunterricht? Wünscht hier. Oh Gott, der stand da gerade für eine Sekunde. Oh mein Gott.
Wo? Oh! Oh! Keiner. Da! Oh. Wie viel schlägt das aus? 4. Mein Herz hat. Haben wir schon irgendwas eigentlich? Das Geisterbuch. Geisterbuch und. Ne, Minustemperatur hatten wir nicht. Ne. Hat man die Fingerabdrücke? Ne, noch nicht. Müsst ihr irgendwo liegen. Hab ich meinen Kruzifix da hingelegt. Irgendwo müsst ihr die Dingens auch eigentlich hier rumlegen. Ach, hier liegt sie. Das muss eigentlich an der Tür sein, der hat die Tür zugemacht. Aber von der anderen Seite dann. Ja. Ja, ich weiß nicht, wo man den Ding. Nee, okay, ist nichts drin. Hm. Oh! Oh! Hi! Holy shit! Na, wie geht's? Also ich glaube, wir sind Zeugen eines Events geworden. Ja, das glaube ich auch. Ich hab's nicht gesehen. Gut, dass das gar nicht gruselig war. MF2. Also mit der Geisterbox kann man nur reden, wenn man allein mit dem Geist hier drin ist. Echt, ja? Oh Gott. Oh, oh. Oh fuck, oh fuck. Ist aber trotzdem nur 4. Okay, ja. Das ist interessant. Es geht nicht. Also wer redet mit dem Geist? Ich nicht. Dann legt. Habt ihr jemand die Box hingelegt? Nee, keine Ahnung. Gebt mir die Box, wenn ihr nicht mit ihm reden wollt. Oh, ich. Nein, wir reden nicht mehr gleich schon hier. Ja. Mein Wenzel, die stimmt auch schon. Deine Wenzel, die stimmt schon. Bist. Ja. Bist du da? Wo Was bist du? Hat gesprochen. Die Wenzel, die ich erkennen, Geister. Hat gesprochen. Ja, ich hab's gehört. Spirit Demon oder Oni. Und Dankeschön für den Raid, Marius. Vielen lieben Dank. Wir spielen gerade Phasmophobia und gruseln uns hier schön. Vielen lieben Dank. Demon hätte Freezing Temperatures, sein Oni hätte noch EMF-Level 5 und ein Spirit hätte Fingerprints. Hm. Guck mal im Raum nebenan oder so, da steht sie wieder. Da ist sie. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Aber es ist trotzdem immer nur Level 4. Ja, ich glaube nicht, dass sie auf 5 geht. Okay. Wir haben noch nicht nach Geister-Ops warte, könntest du überhaupt noch Geister-Ops sehen? Nee, das Level geht trotzdem so hoch. Was haben wir denn jetzt noch? Spirit, Dämon oder Oni? Ich Ecke bleiben. Aber nur, wenn jemand mit mir denkt. Also können wir den Oni ausschließen? Das ist in kann ich mal bitte kurz die UV-Taschenlampe haben? Dankeschön. Ich bleib in der Ecke. Ja, wir haben Fingerprints. Wo hast du gesehen? Wo? Ich würde sagen, das war Speck, sucht man nicht. Wo hast du denn das Fingerprint gesehen? Hallo? Spirit. Oh lol, wir haben mir die Tür zugemacht. Ja, aber wo waren denn die Fingerabdrücke? Ich würde gerne sehen. Na, aber sie hat ja keins angemacht. Ups. Hallo? Bin ich noch gemutet? Oh, wo waren denn die Fingerabdrücke? Im Raum nebenan an der Tür. Ah, okay. Da kann man noch Bilder davon machen. Ah, stimmt, wir können ein Bild von machen. Ich war gerade gemutet und war so, hä, wieso antwortet mir keiner? Tja. Hier nimmt mal jemand die UV. Das ist immer das Problem, wenn ich mich mute. So, was bin jetzt raus? Alles klar, Melli, schlaf schön. Hallo, das Gärtner, wie geht's? Masa, Steffi. Kuss, dankeschön. Innenseite. Macht's euch gemütlich bei der Grusel-Spooky-Action hier. Der an sich war schon ziemlich komisch. Wir sind falsch. Nee, hier an der Tür. Ah ja. Genau. Einfach die Tür fotografieren, du musst ja mal drauf leuchten. Achso, musst du nicht, okay. Nö, du kannst einfach die Tür fotografieren. Wie sollst du das sonst alleine machen? Ja, stimmt, gute Frage. Wobei in VR geht's. Ja, in VR geht's schon, man kann ja zwei Sachen halten, aber. Ne, wir lassen dich jetzt zurück. Wieso sind wir eigentlich hier jetzt rübergegangen? Okay. Achso, ne, warte, stimmt. Das ist, glaube ich, eh richtig. Ich bin dumm. Kann man eigentlich das Gerät hier runterwerfen? Oh ja, das geht, aber man kann nicht runterlatschen. Lass den Selbstmord nicht zu, wenn sonst wirst du schon von den Geistern heimgesucht werden. Ja. Ein Selbstmord von den 2 Metern da. Naja, wenn du auf dem Genick und so. Ah ja. Sie hantet. Oh, sie ist gerade noch im Rage-Mode. Oh, stimmt.
ja gerade die Tür zugemacht. Ich glaub's hart. Sie will nicht, dass wir gehen. Ich glaube auch. So, ich werde dann auch mal schlafen gehen. Gute Nacht und viel Spaß. Ja, und danke schön, Pia. Schlaf schön. Danke fürs dabei sein. Schöner Schultag, genau. Schöner Schultag morgen, Pia. Geht jetzt die Tür auf? Nee, gleich erst. Jetzt. Leute. Geht die Tür nicht auf? Aha. Und Babygärtner? Oh ja, konnte immer ziemlich lange auf 10. Ist das Spirit jetzt gewesen? Nee, oder? Oh, wir haben den nicht hier mit einem Crucifix. Nee. Nee, haben wir nicht gemacht. Bei mir ist der Fingerprint, ja doch, ist ein Spirit. bei mir ist der Fingerprint-Foto irgendwie voll richtig scheiße geworden, ey. Sieht das bei euch auch so kacke aus? Im Buch? Ja, man sieht voll den Fingerprint. Das sieht voll komisch aus. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht sehr merkwürdig aus. Mars hat das mit dem Fotos irgendwie noch. Was? Oder wer hat das Foto gemacht? Nee, ich habe keine Fotos gemacht heute. Ich habe ein Foto gemacht. Ich meine Fotos irgendwie noch. Wieso bitte? Voll schön. Aber ich habe ein Interaction-Foto gemacht. Warte, ja. Gerade Bewegungssensor. Ich muss mich nicht damit erschrecken. Achso, wir haben ja gar keinen. Warte mal. Wofür hab ich den? Wir haben einen platziert. Aber wofür habe ich den mitgenommen, wenn wir eh kein Event haben, brauchen? Keine Ahnung. Ja, bin zufrieden mit dem Outcome hier. Also fahren wir? Jo. Fahren. Aber kein Essen mehr hier in der Nähe. What? Welcome back. Ich wollte vorhin einen Schlüssel bekommen. Ein Spirit, sehr schön. Sag mal, wieso? Ich will auch mal Job wählen dürfen. Manu. Wähle einen Job. Spiel schon wieder gemein zu mir. Meins. Haha. So geht's. Ha. Ja. Der hat nicht gezählt, deiner, weil ich ihn vorher aufgehoben. Der hat gezählt, aber der zählt nur lokal bei einem. Ach so. Du hast einen anderen Score als wir da. Ja. Woo. Wer kann den auswählen? Ich hab schon ausgewählt. Was hast du ausgewählt? Ah, fortgeschrittenes Farmers. Ja, fortgeschrittenes. Ja. Oh, können wir schon mal auf 3 gehen? Also kann ich schon wieder keine... Okay. Müssen wir noch etwas hinzufügen? EMF, Taschenlampe, haben wir Thermometer, haben wir. So haben wir alles. 2 Videokameras. Eine Geisterbox, ein Räucherstäbchen. Haben wir UV, haben wir auch. Haben wir einen Bewegungssensor? Ja. Ja, haben wir. Boah, dann. Ja, dann. Oh. Irgendwie ein Souvenir, so ein Knicklicht oder so? Nee, brauche ich dabei nicht. Naja. Ja, dann. Ja, ich hole mal kurz was zu trinken, wenn das lädt. Okay, mach das. Oh, ich bin allein. Allein. Also bei uns stehst du noch da und hältst eine Dose fest. Ah, jetzt nicht mehr. Eine Dose? Ja, du hast die Spraydose festgehalten. Achso, ja, ich wollte was anmalen hier. Graffiti. Bisschen Graffiti machen hier. Muss ja auch mal sein. Ja, das sind wir hier schon. George Robinson scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Machen Sie ein Foto vom Geist. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Stellen Sie Anwesenheit anhand eines Bewegungssensors fest. I managed to get a copy of
Ah, zum Glück haben wir einen Bewegungssensor dabei. Das ist ja mal praktisch. Ja, so, toll. Ich habe wieder sehr sinnvoll. Ach, weißt du was, ich lasse die eine hier. Wir haben eh zwei Kameras, ne? Ich habe eine dabei. Ja, dann. Let's go. Let's go. It's me, Mario. Ich finde es lustig, wenn der Geist Mario heißt. Hm. Würde auch ankommen. It's me, Mario. Oder wenn der Geist Buhu wäre, das wäre auch klasse. König Buhu? Ja. Oh Gottes Willen. Nee, das ist jetzt hier Luigi's Mansion. Also wenn hier irgendwann König Buhu auftaucht, dann glaube ich, spiel nicht mehr. Und immer das. Ja, stimmt. Ja, voll cool. Das wäre sehr awkward. Gibt's auch den süßen Geisterhund. Oh ja, stimmt. Boah, der ist wirklich süß. Aber bei Luigi's Mansion, das hatte ich... Was ist das? Telefon. Da. Oben. Telefon. Ich glaube, es war oben. Ja, war es auch. Das Telefon ist auch oben. Ja. Ah ja, stimmt hier. Kudo ruft schon wieder. EMF2. Oh, EMF2. Kannst du das gleich im Gang hier? EMF. Gut möglich, na, ja. Ich werde gar nicht durchgecarried. Die Jungs werden ohne mich verloren. Das stimmt. Ja, seht ihr. Schlägt schon wieder aus. Oh, drei ja, diesmal. Und 7 Grad. Schreibe etwas in das Buch. Ah, jetzt ist es ganz weg. Jetzt sind wir scheu. Schreibe etwas in das Buch. Ja, welche Tür war das gerade? Ich hab die Tür zu. Hier ist das ja ein Alphabet. Bestimmt. Ja, 3 Grad, das ist nicht so viel. 2 Grad. Brauchen wir weitere Ausrüstung? Ich hole schon mal gerade den Bewegungssensor. Ah ja, das ist cool. Und 0,4 waren gerade eben. Hier Minus. Ist der Knochen. Minus? Minus? Ja, Gefriertemperaturen. Schau mal, ob es hier irgendwo... Und, ne. Vielleicht... Minus 2 Grad. Sollen wir mal den Raum... Ah, guck mal, da. Ah! Hier, das 3. Sollen wir mal in den Raum gehen? Den da? Oh, oder hier ist ja eigentlich so kalt. Eigentlich ist es eher da. Das Rennen ist warm. Ist es wirklich hier vorne, ist es kalt? Ja, ich glaube, es ist schon der Gangbereich hier. Schreib etwas in das Buch. Ich geh mal kurz in die... Boah, minus 5 Grad. Und ich habe auch Gefrieratem gerade. Man sieht da definitiv auch den Gefrieratem. Ja. Ja, was passt da? So. Groß war auch hier Geisteraktivität, aber nur auf 4. Oh. Ah, ich hab auch das Ding angezündet, ich Idiot. Ah. Ich wollte F für Flashlight nehmen. Ja, wirf's noch schnell in den Gang da vielleicht. Ich renn rein und. Aber haben wir überhaupt die Quest? Nee, haben wir nicht. Haben wir eh nicht, also ist nicht schlimm. Aber es ist ja schon zu spät, jetzt muss ich's machen. Ja. Da ist die, diese Geisterkugellichter waren da gerade. Hast gesehen? Da. Okay. Ja, 2. Einmal war es hier, da. Links war es. Ich seh's nicht. Doch, die waren da. Oh ja, doch, jetzt hab ich's glaube ich auch gesehen. Hallo Geist. Ja, da. Über dem Buch schwebt er gerade. Sprich da nur mit alleine Personen? Phantom, Made oder Yurei? Ja, reden wir mit Personen, die alleine sind. Es scheint nur auf Personen, die alleine sind, zu antworten. Okay, dann gehe ich mal noch raus. Der schwebt da. Der schwebt beim Buch in der Nähe. Was? Ja, schwebt jetzt über neben dem Tischchen die bei Kugel? Dir war gerade. Ist das nicht ach, egal? Ja. Okay. Oh, die Tür ist zugegangen. Das war ich. Er hat geantwortet. Hat geantwortet? Ja, cool. Also haben wir's. Dann haben wir eine Made.
Die malt im Farmhaus. Gut, dass ich das Licht angemacht habe. Geister. Stimmt, ja. Vogel und. Bräuchten aber noch ein Foto. Foto? Vier Temperaturen. Ja, ich glaube, ein Foto von Geist und. Foto vom Geist, ja. Ah, mit dem Bewegungssensor schon funktioniert. Und dreckiges Wasser. Dreckiges Wasser. Wie heißt sie denn? George Robinson. Also er. George Robinson. Der. Ja, die gute George. George. Die ist halt. Die George ist schon eine. Die steht da gerade rum über dem Buch. Ja, die erste Präsidentin von den Vereinigten Staaten kennt man ja auch, ne? Die gute alte George Washington. Warte, wie heißt sie jetzt? George Robinson, meinte die, ne? George Washington. George Robin. George Robinson, wo bist denn du? George Robinson. Hey ho, George Robinson. Na, was geht? Hast du richtig Bock? Georgie. Georgie? Oh, hat mir das Licht ausgemacht. Doofe Kuh. George Robinson. Ich hab so viel Angst. George Robinson? Ich muss. Gib mir ein Zeichen. Ich muss die aus der S machen, so Georgie. Georgie. George Robinson. Gib mir ein Zeichen. George Robinson. George Robinson. Ich hab wieder Gefrieratem und ich hab einen Knochen gefunden. Noch einen? Achso, warte, ich hab den nicht mitgenommen, ich glaube, ich war doof. Ich habe ja ein Foto schon. Kannst du noch mitnehmen. George Robinson. Den muss man mitnehmen. Ja. George Robinson. Nee, schlägt gar nicht aus. George Robinson. Ganz oft Angst oder so. George Robinson. Angst triggert, als wenn man das Wort sagt. Angst, 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 Angst. Ich glaube, er hat nicht so richtig Angst. Klaus, Klaus, Klaus. Ich könnte auch das Licht ausmachen. Wenn du Angst sagst. Hör auf, du machst ihm Angst. Angst, George Robinson. George Robinson, lauf. Von Albträumen, sie wird bei Nacht am stärksten, so erzählt, dass ein Meer den Verstand von Menschen kontrolliert. Eine Meer hat eine höhere Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Ja, ich hab's nicht mal ausgemacht. George. Halte man die Lichter um eine Meer ein, ist die Chance, angegriffen zu werden, eher gering. George, ich habe Angst. Angst. Also sie schwebt über dem Buch. George. Hat sie gerade. Dann war die Taschenlampe da und jetzt nicht mehr. Angst. George. George Robinson. Gib mir ein Zeichen. Überm Buch fliegt sie. Hä? Immer was ist es mit den Geistern, ob es überhaupt so, dass er wirklich da ist? Nee, ja? Ich glaube nicht. Nicht? Ich dachte, nee, das sind dann nur. Nee, es geht einfach nur darum, dass irgendwas in der Luft ist und das kann man dann daran erkennen. Ja. Ich dachte, das ist George Robinson. Nee. Deswegen bin ich auch verwirrt, dass du das immer ansagst, wo sie rumfliegt. Ich bin so, hä, wie siehst du sie überhaupt gerade? Ja, ich habe eine Connection. Oder gibt es da sogar eine Map von der Vom Gebäude? Ist ja cool. George Robinson. Ich hab Angst. Ich hab sie steppen hören. Angst. Lauf. Ich finde schön, dass du immer noch sie sagst, obwohl es ein Ernst. Das ist ein sie. Weiß nicht, was ihr habt. George Robinson. George Robinson. George Robinson. Georg Robinson. Georg. Georg Robinson. Ich hab keine Ahnung, wie ich den aussprechen soll. Bist du alleine da? Nee, da steht noch wer. Ja, dann sollte die andere Person weggehen. Nee, ich stehe eigentlich am Lichtschalter. Er muss nicht weggehen. Ja, das ist schon, passt schon. Sie auf dem gleichen Raum sein, also. Nicht im gleichen Raum eben. Beispiel, ich stehe ganz unten auf der Treppe am Lichtschalter, dass ich ihn anmachen kann, notfalls. George Robinson. Robinson. George Robinson. Bist du da? Gib mir ein Zeichen, George. Angst, lauf, George, Angst, lauf, George, Angst, Robinson, Angst, lauf, George. Nee, null Ausschlag, einfach gar nichts. Vielleicht ist bei dir auch ach kaputt. So, vielleicht soll ich mal. George Robinson. Angst, 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 Angst. George Robinson. Gib mir ein Zeichen. Bist du echt dann in Game Thing? George Robinson. Gerade noch zwei Ausschlag. Jetzt ist George wieder zwei. Robinson. George Robinson. Foto gemacht? George Robinson, Angst. Wieso rufst du mich an? George Robinson, Angst, 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 Angst. George Robinson, George Robinson, Angst, lauf, Angst, George. Oh. Hör auf anzurufen, George. George Robinson. George Robinson. 3, 4, George Robinson. George Robinson. 4. George Robinson. George
Angst, George. Lauf, George. 6, 6, 8, 8, 8, 8. George Robinson, George, George. George Robinson. Alter, so langsam kriege ich in den Logopäden-Ding hier. 8. George Robinson. Hör auf, Sachen umzuschmeißen, George Robinson. 9. So was gehört sie nicht. George Robinson. Angst. George 9, Robinson. 7. Hör auf, das zu bewegen, 9. George Robinson. Das ist nicht lustig. Oh, ja, der ist da. 10, 10, 10. Danke, da. Ja, ich hab ihn. Geil. Und das mit dem Lichtschalter hat geklappt. Ja, ich hab gerade noch eine, so eine Bewegung gesehen von irgendeinem komischen gebückten Viech, wie so ein Gollum auf was zu gelaufen ist. Ja, ja, ja. Nice. So, dann will ich jetzt aber auch das Bildchen sehen. Mir, das ist nicht hübsch geworden. Hat er gelächelt? Ja, sah ganz lieb aus. Der Typ. Ja, Mars hat gesagt, zum Fotoschießen, George. Genau. George? Und da dachte sie so, ja. Ich bin da. Ja, das war doch über dem Buch, war doch richtig. Ja, nee, dann haben wir alles. Alles, was man machen konnte. Ja. Lol, auf dem Bild sieht man ihn. Ach doch, da. Ich bin dumm. Ah ja, und Interaktion hat auch gezählt, nice. Wo ich ein Foto von dem, was er rumbewegt hat, gemacht habe, einfach mal. Mhm. Cool. Ja. Ja. Dann, Auf geht's. Ja. Nee, Kizo, wir können nicht das mit einem dreckigen Wasser machen. Das ist ja verpackt bei dem Spiel. Das ist ganz oft das Beste, aber dabei gibt's gar kein dreckiges. Hm. Boah, ich bin jetzt Level 50, Leute. 120 habe ich dafür bekommen. Ja, war fortgeschritten. Ich hab ganz schön Kohle dafür. Das war schon fortgeschritten. Das war aber sehr einfach. Ja, professionell machen. Ja, mach Profi durch. Ich habe ja das Gefühl, dass bei fortgeschritten ist halt einfach dadurch, dass sie so viele Aktionen machen, die Geister, oder aktiver sind. Habe ich auch das Gefühl. Ja, habe ich irgendwie auch das Gefühl. Ja, ist ja auch so. Also bei einfach ist es teilweise wirklich deutlich schwieriger als bei Professional, aber du stirbst halt nicht so schnell. Ja, das stimmt. Fortuna hat mir den Ball geklaut. Oh nein. Jetzt gehe ich in die Ecke und heule. Also wollen wir Highschool, Asylum oder Farmhouse? Was kannst du nehmen? Fortgeschritten alles oder Profi oder? Ja, nee, die drei sind alle Profi. Die anderen beiden. Dann das kleine Haus. Das kleinere Haus auf Profi. Hey, ho. Das Farmhouse. Oh. Ja. Alles klar. Auf geht's. Nein. Nein, oh, schade. Voll close. Der verrückte Ball. Und. Woo! Nein! Oh. Nein, 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 komm schon. Und? Ja, ja! Bei Profi wäre auch gut, wenn wir mehr Sanity-Pillen hätten. Wenn ihr welche hinzufügen könnt. Achso, ja, klar. Ja. Indien. Kaufen. Pilen. Brauchen hier. Er braucht schon eine Kopfkamera, wenn man Kopfkino hat. Wow. Wow. Toll. Das ist, ist mein neues Motto. Ja, hallo, also schlechte Sprüche müssen sein. Da hat Steffi erstmal den Chat verlassen. Zu schlecht war der. Brauchen wir noch mehr Pillen? Ich kann noch mal eine, also zwei insgesamt hinzufügen. Man kann noch vier holen. Ja. Wir haben schon das Maximum. Okay, ich bin aber ganz, ganz gleich wieder da, während es lädt, okay? Okay. Okay. Aber ihr könnt schon Start drücken. Ja, ja. Ja. True. Das ging aber schnell. Ja, wir waren ein bisschen schnell dran gewesen. Ja, ne? Geister-Event. Dieses Mal müssen wir räuchern, bitte nicht verkacken, Damas. Finde übernatürliche Gewalt mit dem EMF-Reader. Oh, wir haben zwei dabei. Übernatürliche Gewalt. Was hat er gesagt? Nein, keine Ahnung. Kacke, da kannst du aufpassen, je nachdem was er sagt. Ach, Mist. Ja. Ist halt wirklich hilfreich anscheinend. Ich höre nichts. Ja, er hat jetzt auch aufgehört zu reden. So schlecht war der gar nicht. Ah. Ja, wir unterstützen. Ja. Wieder da. Wippi. Hallo. So, das
nicht so oft weg muss, aber ich habe so viel Tee getrunken. Willst du das EMF haben oder soll ich das nehmen? Ja, ich habe das gerade genommen. Hä? Achso, jetzt. Achso, dann haben wir zwei. Ich ja, ich habe auch schon eins genommen. Achso, dann packe ich das wieder weg. Oh, wir müssen los. Darf nicht mehr WhatsApp schreiben. Was hast du denn, Profi? Ja. Nice. Also wir haben so auch keine Ruhephase, ne? Der Geist kann dich direkt töten, theoretisch. Ja. Ja, bitte nicht jetzt, ich kau. Wieso denn, Steffi? Was hat Steffi gesehen? Was? Ich hab mir gerade geschrieben, ich soll noch nicht während dem Spiel auf WhatsApp schreiben. Achso. Besser wie beim Auto. Übrigens, Marsa, ich hab ein neues Auto. Hast du jetzt geholt? Ich hab die Wubelpuppe. Ja. Ihr habt den Fotoapparat. Wo ist denn die Puppe? Ja, hier. Wieso hast du die aufgenommen? Ja, weil sie spawnt ja wieder, wenn ich sie wegschmeiße. Hä? Und sie geht ja immer zum Geist hin, da kannst du jetzt ein Foto von machen. Wir können ja mit der Puppe vielleicht den Geist mitbringen. Kann ich jetzt immer noch ein Foto machen von ihr? Ist es, ich war so warm hier wieder. Interaktion, naja, hat gepasst. Ich hab gar nicht die Infos über den Geist gelesen. Oder du. Die geht immer zum Geist in die Puppe. Soweit ich weiß, ja. Geht die so selber so laut? Hier ist noch eine Wudepuppe. Wo bist du? Im Raum gegenüber von dem. Können wir schon mal hochgehen? War. Ja, wir können schon mal hochgehen. Ja, dann lass mich die auch noch fotografieren. Oh, 9 Grad war hier gerade. Bin ich aber nicht so. Oh. Hier auf dem Tisch. Hä? Oh. Hier drin ist kalt. Ich habe einen Raum gefunden. Treppe hoch. Nice. Da liegt auch der Knochen drin. Okay, warte noch, ich will aufnehmen, ich komme. Ach, das ist dasselbe wie gerade. Knochen, okay. So, Kamera ist geplaced. Ich leuchte mal mit UV noch. Geantwortet der auf Gruppen? Bist du da? Das ist nicht aus. Wo bist du? Weiß ich, manche reagieren auch so. Wie alt bist du? Ich kann ja mal auch einfach da alleine lassen. Bist du erwachsen? Ich geh schon mal den Werner gucken. Bist du ein Kind? Oder so. Er antwortet nicht. Das sind voll die Pedo-Fragen irgendwie. Leute, wieso habt ihr mich jetzt allein gelassen und mit dem Geist, der mich gerade angreift? Hilfe! Oh, EMF schlägt raus. EMF 5. Ich hab. Warte mal, der hat Sicht ausgemacht, oder? Nee, Sicht hab ich. Oh, Geistaktivität 10. Also EMF 10, sagst du? EMF 5, ja. Entschuldigung. Ja, 10. EMF ist auf 10. Genau, das ist EMF 10, man kennt's. Was haben wir denn dann jetzt? EMF. Hat er irgendwer. Minus, oder? War Minus? Ah ja, und Gefriertemperaturen. War. Hat er das Licht angemacht in dem Raum? Oh, Entschuldigung. Danke schön. Gerne. So, ich bin übrigens rausgegangen, du bist allein gerade drin. Komm aber gleich wieder. Ja, ich weiß nicht, ich stehe nur auch davor. Ah, Geister Ops. Ja? Geister Ops? Ja. Also. Sollen wir ihn gleich mal ausräuchern? Oder Shade? Ich hab's gerade mal mit. Ja, 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 das ist gut. Soll ich schon mal F drücken? Also, jetzt wollen wir mal gucken, was haben wir denn? Haben wir EMF 5 gehabt? Alter, Sanity ist jetzt schon ziemlich low. Von meinem. Etwa schon mit dem Geist zusammen. Dann nimm noch Pillen am besten. Obwohl eigentlich. Geisterkugel. Rausgefunden. Wir haben Geisterkugeln. EMF. Ja, aber mehr noch nicht. Nee, das fehlt noch. Kalt, aber nicht. Es waren keine Gefriertemperaturen. Nee. Auf T war Licht. Ich muss mir jetzt T mit T-Licht machen.
Da. Räucher. Wir machen Räuchergeist. Ich schaue euch dabei zu, das macht ihr ganz toll. In my right round. Ja, der Geisterorb sind jetzt auch weg. Down. Ah ne, da ist er wieder, der Geisterorb. Kannst du denn jetzt überhaupt noch... Achso, ich hab das Buch noch gar nicht reingelegt. Achso, ja das... Ja, das wäre mal eine sinnvolle Sache. Ja, ne? Schreib etwas in das Buch. Nee, den Namen darfst du auf keinen Fall sagen, bei Profi. Was darf man nicht sagen? Den Namen. Hat ins Buch? Ne, hat nicht ins Buch. Warum nicht? Bei Profi. Da wird der ist er dann sofort so da wird der instant aggressiv, ey. Das ist wie wenn du in Anfänger irgendwie, glaube ich, 10-mal den Namen sagst und, oder mehr. Ach, deswegen sollte ich 10-mal sagen und dann die Tür hinter meinen Teammates zu machen. Ja, macht ihr das gerade? Nein, das wollte ich machen. Das hat mir einer gesagt. Nein, da glitscht durch die Tür, was soll das? Hä? Ich bin schon längst du. Ach, nee, bei mir hat das ein bisschen gedauert. Oh, er hat ins Buch geschrieben. Oh, wirklich? Perfekt. Krass, okay. Dann haben wir's. Jetzt musst du nur ein noch Shade. Den Oh, wie schön. Ah, der ist schüchtern, deswegen macht er so wenig. Ah, ja, gut. Der arme schüchterne Geist. Ja, das ist übrigens Profi, ne? Ja, aber das war jetzt Glück, dass es ein schüchterner war. Macht ja, aber halt die Aggressiven sind ein bisschen schlimmer, das stimmt. Vor allem, wenn du die dann 10 Jahre lang im Asylum oder in der Schule nicht gefunden hast. Dann ist am tollsten. Okay, also, was hatten wir noch? Also, das Buch mal noch eintragen. Buch, Shade. Und dann ist es schade. Sehr schade, ja. Schade. Die Elizabeth. Ja, stimmt. Also, warum ist das? Achso, du hast eine Pille genommen. Wer geht rein und sagt den Namen? Nö. Brauchen wir doch gar nicht. Habt ihr alle eingetragen? Ja, wir haben alles, ja. Ja. Perfekt und fahren. Also, wie heißt der Geist denn jetzt? Elizabeth. Queen Elizabeth. Also, Queen Elizabeth. Der Bewegungssensor hat er ausgeschlagen. Sie ist gerade rumgemarschiert da drin. Cool. Spiele. Welcome back. I'm prepared to come back. Es war ein Schade. Sehr schade alles. Ja. Ach man, wie schade. Geld? Sehr cool. Ja, es gibt ordentlich Sound Experience. Das bringt ordentlich Cash. Ja, das wird am liebsten eigentlich nur fortgeschritten um Profi spielen, wenn es an mir ging. Hab jetzt ja, same. Ich finde, das macht doch einfach viel mehr Spaß. Ja. Weil es passiert halt was. Also Amateur finde ich ziemlich langweilig, muss ich sagen, auf Dauer. Ja. Nein, ich vom stirbt man die ganze Zeit. Jetzt noch nicht. Ja, ich kann nur Anfänger. Du kannst nur Anfänger. Was du an sich machen kannst, ist kurz aus der Lobby gehen, dir deinen Code halt merken und wieder reinkommen. Dann kann halt jemand anderes wählen, wenn du magst. Ja. So machen es wir halt meistens nochmal kurz, wenn wir keine coolen Dinger haben. Ganz aus dem Spiel neu starten? Nee, jetzt hat jemand anderes die Lobby ist. Und dann kann der gucken, ob er irgendwie was Cooles hat. Wo ist mein Ball hin? 980999. Ja, nee, ich hab's noch. Warte, nee, kannst du es mir doch nochmal sagen? Warte, ich kann's dir schicken. 980999. Also. Aber 3,9 und nicht 9,9. Oh, warte, das war. 999, ja. Ja, okay, na gut. Also, ich hab die Lobby nicht, ne? Ich auch nicht. Ich hab's ja auch nicht. Danus? Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben Chat. Schlimm sowas, ey. Schlimm sowas, wirklich. ich wähl mal ruhig. Achtet der auch noch auf den Chat, ey. Piu. Nee, eben nicht. Achso, nicht auf den Chat, meinst du? Also ich hätte dann eine Highschool fortgeschritten oder halt ein normales Haus. Normales Haus fortgeschritten, würde ich sagen. Wobei Highschool, ja, aber Highschool. Das kleine Haus fortgeschritten. Highschool dauert so lange. Außerdem mögt Highschool nochmal. Dann wäre ich auch bei Highschool. Tanglewood Street House ausgewählt. Okay. Ja, nee, die kleinen Häuser finde ich irgendwie angenehmer. Ich finde die auch angenehmer, aber so zwischendurch so eine Highschool ist halt schon ganz lustig. Aber, ja. Ja, die haben okay, dann machen wir später. Irgendwann habe ich gehört, machen wir dann. Schön, dass der Code jetzt auf dem Chat steht. Dann machen wir später irgendwann noch ein Asylum, habe ich gehört. Maße läuft auf der Stelle. Ich nehme ihm mal die Dose. Ja, ich... Das geht gar nicht. Falsch. Kannst du mir meine Dose nicht klauen? Versuch's doch. Nein, deine Puppe an. Rechten Nasenloch. Also von mir aus rechts, also Matt. Von dir aus links. Mal die Nase. Nee, das ist kein Popel, das Gehirn. Hey, was soll denn das? Sorry. Lass mal meinen Charakter in Ruhe, der ist voll schön, ja?
Ja, aber das ist nicht so schön, dass es ein Mehrfach gibt. Was? Kann by the way auch irgendwann passieren, wenn stressig wird, weil irgendwas Schlimmes passiert, dass ich dann Danus wild anschreie und es ist eigentlich Earl oder so, ne? Just saying. Will nicht jemand von euch zufällig noch einen weiblichen Charakter nehmen? Oh ja, weibliche Charakter, wenn ich euch angaffe. Ja, irgendjemand muss noch einen weiblichen nehmen. Dann kann ich unterscheiden und Fortuna kann angaffen. Das finde ich gut. Und der Ball ist weggerollt. Hui. Haha, jetzt habe ich den. Guck mal, Skillshot. Hast du gesehen? Voll gut, ey. Bin richtig gut in dem Spiel. Du hast bestimmt gecheatet hier. Hä? Lass mich in Ruhe. Ein Cheater. Oh, schade. Siehst du nichts kannst. Ja, jetzt habe ich mein Cheat deaktiviert gehabt. Ja, siehst du. Okay, müsst alle wieder ready gehen. Geht auch mit Leertaste, by the way, falls ihr das noch nicht wusstet. Oh, ja, ready jetzt... ist halt... Oh, das ist aber schön hier. Die. Oh, das würde ich mir auch hier aufhängen. Die. Oh, da ist mein anderes Bild von dem Typen. Boah, Das sah echt nicht schön aus. Den würde ich nicht angreifen. Was eigentlich so doof an dem neuen Auto ist, die Box nicht so, der Hammer sind irgendwie. Danus, du musst starten. Was, ich muss starten? Oh, ja. Da ist jemand im Schrank, der sieht irgendwie ein bisschen aus, als hätte er einen scharfen Tag gehabt. Eventuell ist mir nicht mal gerade ein Handy runtergeflogen. Alles in Ordnung. Oh. Kommt die Tür nicht zu? Endlich mach sie dir zu. Du bist zu. Oh, wer von euch hat jetzt den weiblichen Charakter genommen, den anderen? Oh, du bist aber hübsch. Ah, ja, cool. Ja, ne? Ja, oh. Erstmal alle hier rund um. Oh. Ach, lol, du hast jetzt auch noch einen weiblichen Charakter genommen. Ach, lol. Wer ist die Schwarzhaarige? Und das bin nicht ich. Hä? Wait a minute. Warte, wer ist. Oh Gott. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Jetzt zu der Hane. Wir haben die Maria Brown, die antwortet nur auf alleinige Leute. Wir müssen jemanden in Geistevent geben. Räuchern müssen wir, also Danus nicht verkacken. Und wir müssen Bewegungssensor aufstellen. Ich auch. Joa, ansonsten. Mag mal einer auf dem Computerbildschirm schauen. Warum? Ja. Oh, cool. Oh Gott. Warte, dann kannst du ja voll auf die. Damit kann man ja voll Quatsch machen. Kannst du dann auch antworten. Warte mal, guck mal auf den Bildschirm vom Bildschirm. Ja, mach ich doch grad. Hä, bei mir sieht man das nicht so wirklich. Nicht? Oh Gott. Davon dann ein Foto. Lol. Hä? Ja, wenn du mit deiner Hand davor gehst, dann bist du halt voll ein Ding drinne. Bei mir ist da nichts vor gewesen, aber gut. Kannst du mal ein bisschen weiter nach oben gucken? Oh ja, jetzt sieht man's. Lol. Das ist die Kameraception, ey. Ja, ist halt wirklich so. Damit das jetzt ist. Geht ja mal, ne? Ja, ich komm mit. Ja, mach dir mal. Hat jemand ein Thermometer? Hat jemand ein EMF? Ich hab... EMF hab ich dabei. Geht dann noch. Okay. Ich hab ne Kamera, ich film das alles. Ich hab das auf Film. Kann man eigentlich Instant-Fingerabdrücke eigentlich finden? Ich weiß nicht. Ja, ist möglich. Ist halt sehr unwahrscheinlich, aber ist möglich. Ich komme mir nämlich immer doof vor, wenn ich hier alles anleuchte, aber gefühlt noch nichts passiert ist. Oh, hier wird's kälter drin. 9 Grad. Ah, nee, doch nicht. Warte. Aber 9 Grad ist ja schon mal gut. Ja, 9 Grad, 9 Grad ist eigentlich eh schon wenig, ja. Ja. Muss nur noch 10 kommen, dann ist eigentlich schon safe. Ja genau, alles unter 10 ist eigentlich 8. Ein ziemlich... War 8 Grad? Hier. Was? Hier war gerade 8. Im Flur? Ja. Wegen so komischen... Oh, der Flur, geil, steht irgendwie nervig. Ja, aber hier ist alles im Ort. Hört auch schon wieder Fernsehen zu gucken. Es läuft doch eh nichts Gutes. Was? Warum denn? Läuft doch nicht. Man nicht machen. Wobei es läuft besser aus, als auf RTL. Was? Hier ist 7 Grad, 5 Grad, 6 Grad. Wo bist du? Wo bist du? Ja, direkt beim Eingang rechts. Direkt okay. Hier. Hier so. Da. Da. Also direkt in dem Raum. Oh, da ist ein Fingerabdruck. Da ist ein Fingerabdruck an der. Oh, hier ist auch 4. Uah. 4.
2 Grad. 2 Grad. Wo ist hier 4? Hier in dem Raum? Nee, hier im Gang. Im Gang. Wir haben schon mal Fingerabdruck. Vor dem Raum im Gang. Die Tür ist zu, Leute. Die Haustür. Ja, machst du wieder auf. Ist sie wieder offen? Ich kann mal das Buch hierher. Ja, leg das Buch mal dahin. Schreib in das Buch. Mars und seine Geisterjagd, Mädels. Haben wir Bewegungssensoren? Wir haben schon ein Geister-Event. Hä? Echt? Ich weiß von nix. Der hat doch die Tür zugemacht. Ah ja, stimmt. Oh, da flackert Licht. Aber zum Glück bin ich nicht mehr drin. Aber es sieht nicht nach Geister aus. Geht mal kurz das hier hin. Hallo? Hast du schon mit dem Geist geredet versucht? Ich hab's versucht, aber es kam nichts. Nichts erkannt? Ich probier nochmal. Oh, guck mal, da war gerade wieder 7. Er antwortet nur auf alleine, ne? Und du musst Licht ausmachen. Dann gehen wir wieder alle raus. Voll. Geh mal wieder raus und dann mach ich kurz Licht aus und rede. Ja. Ja, es ist Stufe 4 Grad. Hallo. Geist, sind Sie da? Haben wir eigentlich schon Bewegungssensor da hingeklatscht? Ja. Ja, haben wir. Geist, sind Sie da? Hallo. Antworten mir bitte. Schreib doch mal was ins Buch oder so. Ich muss fragen, wie alt bist du, ob ein Kind ist, sowas. Wie alt bist du? Hinter dir war gerade irgendwas. Nothing detected. Da waren so Lichtpünktes. Hab nichts erkannt. Könnte das Gewitter sein? Nein, das waren keine Geister-Orbs. Das war, weiß nicht, wie wenn so jemand Gewitter mit Farbe das dahin gekleckst hätte. Dann die Wand. Eisleuchter, aber war bestimmt nur ein Bug oder so vom Game. Hm. Ausgeschlagen hat es auch nicht zu dem Zeitpunkt, wo es war. Ah ja. Hatten wir schon EMF-5? Nee, ne? Aber da wieder, guck. Ah nee, das ist Eisatem. Das ist ein Mord. Ich glaube, ich habe auch Atem gesehen. Atem, das war Atem. Ich glaube, ich habe auch Atem gesehen. Hier ist Freezing Temperatures. Ja. Ich glaube eher, dass es der Raum hier ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, es ist der Raum hier. Pack mal alles hier rein. Ja, warte. Ja, aber wo ich im Raum bin. Schreib etwas in das Buch. Schreib etwas in das Buch. 3. Aktivitäten auf 2. Also wir können schon mal gefühlte Emotionen eintragen. Aktivitäten auf 6. Dann nehme ich mal die Kamera und pack die auch da rein, oder? 8. Ja, ich mache den Bewegungssensor rein. Ja, ne, die sinkt wieder auf 6. Ich kann nochmal so ein paar Räucherstäbchen ab. Hast du noch die Geisterbox? Du musst in dem Raum dann definitiv. Stell dich doch mal anders an. Ja, die Geisterbox hat wieder zurückgebracht. Ich hol die nochmal kurz. Warum bringst du die zurück? Ja, weil er im Gang war. Ja, aber dann lass die doch einfach liegen. Ja, das stimmt. Das Kamera aus. Also ist jetzt Gang oder ist das? Die Kamera ist aus? Nee, eigentlich nicht. Ja, nee, das Schlafzimmer. OMF steckt wieder aus. 3. Schreibe etwas in das Buch. Kann er überhaupt noch in das Buch schreiben? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob er noch schreiben kann. So, wir müssen rausgehen. Hallo, wie alt bist du? Ach ja, stimmt. Aber was? Und Licht aus. Grad, das wäre der Geist. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ja, gut, wenn ihr die Kamera wieder anmacht. Die war eigentlich an. Ah, jetzt ist sie wieder an. Wie alt bist du? Wie heißt du? Lol. Wo kommst du her? Ah, ja. Bewegungsmelder? Oh Gott. Ja, da ist Bewegungsmelder. Ah, da ist das Ding drin. Frag ihn mal, ob er ein Kind ist, ob er erwachsen ist. Fehlt ja eigentlich nur noch eins. Bist du ein Kind? Bist du erwachsen? Es läuft hier rum, aber sie macht nichts. Wie alt bist du? Nothing detected.
Okay, wir haben eigentlich zwei Kameras da drin, by the way, ne? Mit den, was kannst du noch sein, Gespenst oder Banshee? Banshee wäre eben wir hatten ja schon Fingerprints, ne? Ja, Gespenst wäre Geisterbox, wäre Gespenst. Darf ich nochmal mit dir reden? Ja, klar, liegt da. Liegt noch da? Friertemperaturen. EMF5 hat man nicht, oder? Noch nicht. Bist du da? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du erwachsen? Oh, 10. Bist du ein Kind? OMF geht gerade auf 3. Ja, ist 10 bei uns, wie gesagt. Ist wieder 9? 8? Wow! Ah, oh Gott! 10. Ja, die ist auf den Kugel geflogen gerade. Alter, aber EMF war trotzdem, dass sie da stand, war das EMF nicht auf 5. Und okay. Sie ist wieder da. Jetzt wieder? Oh Gott, ich hab sie fotografiert. Die verfolgt mich. Ah! Lauf, Martha! 10, 10, 8. Alter, seht ihr euch mal die Bilder an, die sieht voll schrecklich aus. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh. Alter. Die sieht ja gar nicht gesund aus. Oh. Alter. Oh, eine Silhouette, eine schwarze. Alter. Ja. Nee, das sieht echt lieb. Ich verfolgt so ein schwarzes Ding. Oh, warte. Hat die hier gerade die Tür zugemacht, oder warst du das? Nein, das war sie. Oh, sorry, Tali. Vier. Ist 4, war halt nicht 5. Haben wir Salz dabei? Ich geh mal kurz raus und eine Sanity-Tablette reinschmelzen. 5, ja, immer 5. 5? Okay, passt. Immer 5. Tschüss! Alles klar. Perfekto. Dann ist es eine Banshee. Mal wieder. Ja, irgendwie Banshees sind ziemlich aktiv heute. Mhm. Ich nehme mir trotzdem jetzt eine Pille. Oh, hups. Ich wollte Pille nehmen, ich bin schon sehr aufgeregt. Oder Bewegungssensor war, glaube ich, kurz. Ach du Heilige, ey. Boah, die hat's aber auch echt ernst gemeint. Ja, dann haben wir's ja. Wir haben auch die ganzen Aufgaben gemacht, nice. Haben wir den Knochen gefunden? Nee, ich glaube nicht. Na, egal. Wer braucht schon den Knochen? Ja, wirklich. Braucht schon den Knochen, wenn man 2 geile Geistfotos hat von ihr hier. Also habt ihr alle eingetragen? Ja. Oh, da bewegen sich dann so wieder. Die hat auf jeden Fall Bock. Na, die ist richtig aktiv, ey. Puh, die hat's echt ernst gemeint hier. Er murmelt immer so geheimnisvoll plötzlich, dass ich mich manchmal erschrecke. Lol. Ja. Wir hätten noch den Knochen suchen. Ja, aber es bringt nicht so viel. Ich glaube, aber mehr XP jetzt auch nicht gemacht, glaube ich. Und es wäre sehr risky gewesen, so aggressiv wie die schon war. Ach, wieso darf ich nie einen Job auswählen? Gute Frage. Saufgelage. Was? Blöde Frage, Saufgelage. Gutes Lied. Oh ja. Also so Professional haben wir nur die Highschool und das Asylum. Boah. Das Farmhouse wäre noch Intermediate. Ja, Medium ist gut. Entweder Medium oder Profi. Beiden sind in Ordnung. Dann machen wir das. Okay. Ich find's lustig, dass die Charaktere unterschiedlich groß sind. Ja. Finde ich auch irgendwie cool. Man könnte noch so ein, zwei viele Sachen hinzufügen. Ja, brauchen wir denn noch?
Ja, ich glaube, wir haben alles. Hm? Ich glaube, wir haben alles. Oh, okay, sorry. Ich muss mich gerade ganz lieb bedanken. Ja. Boah, Alter. Ich sehe es gerade. Oha, nicht hey, schlecht. Da hat sie jemand aber ernst gemeint, hier habe ich gehört. Uiuiuiui. Wie meinst du ernst gemeint? Mit der Donation. Achso, ja, das war wegen dem Donation Goal. Ja, ich habe es gesehen, hier einfach mal voll gemacht. Ja. Jetzt kann ich mir die Tastatur holen. Weil meine ist ja ein bisschen kaputt. Ja, ich das Problem. Also eigentlich sind aber so gewisse Tasten halt teilweise dann. Ja, ich hatte bei meiner alten, da war Shift und die hat teilweise geklemmt. Ja, bei mir ist es Leertaste und teilweise aber, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt, die über STRG ganz links. Ja, das ist Shift. Oh. Hat jemand schon ein Thermometer? Groß schreiben meinst du, oder? Dann nehme ich mal das Thermometer diesmal. Ja, genau. Ja, genau, die hat bei mir auch gehangen. Ja. Konnte ich teilweise nicht richtig drücken. Das war durchaus nicht so witzig. Voodoo-Puppe hier im Raum. Komme. Hier ist relativ warm. So, wo bist denn du? Bist du in dem Raum rechts? Hier, ja genau, hier. Da auf dem Tisch liegt sie wieder. Okay. Und hier auf dem Kasten liegt sie auch wieder im anderen Raum. Ich dachte schon, ich hätte den Geist. Guck noch ganz kurz in den Raum da hinten, dann komme ich. Komm, ist da. Telefon. Oh Gott, ist das wieder eine Mare? Wieder Anruf, meinst du? Ja. Yeah. Der Telefon ist ja wieder dein. Das ist wieder das einfache. Lol, die meinen es halt echt ernst, ne? Ich hab Steps gehört, die nicht von uns kommen, glaub. Kalt ist es hier nicht. Beim Telefon zumindest. Nee, schlecht. Bei dem nicht, aber vielleicht bei dem hier. Hier gibt's auch eins, wo denn? Ja, hier in dem Raum. Ach, da ist auch noch eins. Mein hier Rücken gegenüber. Hat gezuckt. Wah. Was? Ja, mein Rücken hat gezuckt. Zwischen der Wirbelsäule und dem rechten Schulterblatt. Gesundheit. Ja, voll eklig. So einfach so random, so eine Zuckung. Hier wird's kalt, ja. Hier haben wir 9 Grad, hier ist er drin. Oh, da war auch nochmal ein Step, ein undefinierbarer. Ja. Buch? Hat jemand ein Buch dabei? Ja. Ups. Schreibe etwas in das Buch. Schreibe in das Buch. Da ist eine Voodoo-Puppe aufgetaucht vor meinen Augen. Wo? Ja. Ja. Hat sich da gerade materialisiert. Wo ist hier eine Voodoo-Puppe? Ja. 2. Vom Fenster. Ach, du meinst den Teddy? Oh, jetzt ist jemand davor gestanden. Sorry. Aber das passt. Hat trotzdem gezählt. 5 EMF 5. Hat trotzdem oh, ja. EMF 5. Er hat ja gerade das Buch bewegt. Ja. Hey, du sollst da reinschreiben, sich bewegen. Wenn er was bewegt. Wir haben aber immer noch 7, 8 Grad. Wirklich kalt ist es noch nicht. Okay. Okay, gehen wir mal kurz ins Auto. Lass mal kurz die Kamera hier. Der ist irgendwie sehr bewegungsfreudig, ne? Kann das ein Oni sein? Oni-Schaden. Gut möglich, ja. Marsa, ist alles gut bei dir? Was? Warum? Weil dein Charakter gerade auf der Stelle gelaufen ist. Das ist, glaube ich, wenn du läufst und dann J drückst. Achso, okay. Glaube ich. Weil hab ich habe eine Kerze dabei. Weil Kerzen schön sind. Wenigstens Duftkerzen. Natürlich.
Die mit dem guten. Hab ich Ops gesehen? Die antworten nur auf Personen, die alleine sind. Und da ihr Ops. Wahrscheinlich alle nicht redet. Oh. Ja. Ops. Ich ne Google. Phantom, Jin oder Shade? Keine anderen. F5. Machen Sie ein Foto vom Geist, Wasser und Kruzifix. Ich geh mal kurz reden. Kruzifix nochmal. We need to talk. Na, wir müssen doch gleich da gucken, gell? Wo ist denn die Sicherung? Die ist ganz. Ist die ganz links? Scheiße. Wo kommt man hier rein? Ist das oben? Ah, die ist oben. Weil sonst hätte ich die Sicherung rausgemacht, weil dann ist der Djinn nicht mehr aktiv, wenn es einer wäre. So. Ja, da hat sich was bewegt. Der hat was bewegt, da rechts neben der Lampe, das hat er einmal kurz fliegen lassen. Oh. Ja, lässt irgendwie sehr oft was fliegen. Ja. Ja. Wer ist denn jetzt eigentlich mit der Box drin? Hm? Ich war gerade mit der Box drin, aber war nothing detected. Hat nichts geredet mit dir. Nee. Warte mal, welcher Raum? Der war an mir. Warte, auch. Du welcher Raum war es gerade? Ja, die Kugeln, genau. Ja. Die hatten wir schon aufgeschrieben, Geisterkugeln. Das der hier, ne? Mehr haben wir noch nicht. Ja. Nee. Ich räuche ihn mal gerade aus. Aber Poltergeist kann es nicht sein. Ich habe noch keine Bestimmung gefunden. Bist du da? Oh, lol, hi. Oh. Bist du da? Ja, er hat geantwortet. Oh, okay, perfekt. Warum antwortet er bei dir, aber bei mir nicht? Ich weiß nicht, irgendwas machst du falsch, glaube ich. Vielleicht hat er Angst. Kannst du ein Foto bitte machen? Aber ich habe auch einfach gefragt, bist du da? Ach, Foto. Oh. Ach so, ein Foto. Ah, ja. Oh, dann gib her. Ich hab was gehört. Nee, ein Chin. Ja, ja, Aktivität ist gerade auf 10. Ja, jetzt ist er wieder weg halt. Was nee, ist immer dann? Noch auf 10. Ah, was, jetzt ist. Was haben weg. Wir, einen Djinn? Ja. Ja, einen Djinn. Den Djinn hätten wir dann den Strom ausmachen können, dann ist er angeblich nicht mehr aktiv. Warte mal, irgendwo hier ist, glaube ich, sogar die Stromdingens. Was haben wir denn Beweis? Ich würde das mal interessieren, ja. Ob das wirklich dann geht, wenn du wirklich die Sicherung rausnimmst, dass er einfach gar nichts mehr machen kann dann. Ach, EMF 5. Okay. Ja, EMF 5, Geisterkugel, Geisterbox. Muss hier nicht irgendwo die Sicherung sein? Nee, hä? Wo ist denn hier die Sicherungskasten? Der war oben, oder? Hätte ich schwören können. Ich weiß es nicht, honestly. Vielleicht ja, ist die spawnen immer wieder woanders. Ja, aber ich habe ihn gesehen, aber... Ich würde nämlich gerne mal probieren, was passiert, wenn man wirklich ihm den Strom wegnimmt, ob er dann gar nichts mehr machen kann. Hm. Wenn ihr versteht, was ich meine. If you know what I mean. What I really, really mean. Ist der Sicherungskasten hier drüben? Ja. Okay. Nehmen wir mal den Strom weg. Ciao. So. Weil Jin steht. Das ist schon wieder verschoben. Ja, ist ebenfalls, ne? Bewegt sich. Warte mal. Achso, dem Ort seinen Strom zu entziehen, hinter den Jin am Nutzen seiner Fähigkeiten. Also eigentlich dürfte er jetzt nichts mehr machen können. Ja, aber hat sich gerade was bewegt gehabt. Aber da war der Strom noch an, oder? Das war ganz kurz danach. Ja, das hat wahrscheinlich noch nicht gezählt. Da hat aber wieder was, oder? Warte. Wir können ja trotzdem mal gucken. Nee, es hat sich nicht bewegt. Es war nur der Geisterorb, wo ganz nah an dem weißen Gegenstand vorbeigeflogen ist. Das sah so aus. Am Nutzen seiner Fähigkeiten. Das heißt, theoretisch müsste jetzt tote Hose hier sein, oder? Kann ich ja austesten. Er heißt Daniel. Daniel, oder wie Daniel? Wie denn? Daniel was? Daniel. Ja, sag mal seinen Namen, dann weißt du, ob er wirklich... Nachnamen. Daniel Williams. Ich habe Angst, Daniel Williams. Oder sag mal Daniel Williams. Daniel Williams. Der Daniel Williams. Bitte an Rezeption 1. Tja. Ich frage mich, ob er dann auch noch auf die Geisterbox antworten würde. Daniel Williams, bist du hier? Jo, Daniel Williams. Bitte an Kasse 2. Daniel Williams, wie alt bist du? Daniel Williams. Habt ihr notfalls Kamera gezückt? Ich guck. Ja, ich hab's ja da. Daniel also Williams, wie alt bist du? Du darfst nicht hier drin stehen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Okay, er kann noch antworten. Er kann actually noch antworten, der Daniel. Oh, er ist hier! Oh Gott. Ja, okay, also er kann trotzdem, glaube ich, noch ziemlich aggro werden. Okay. Ja.
Aber er kann wahrscheinlich keine Sachen mehr bewegen, vermute ich mal. Er ist wahrscheinlich einfach halt sehr stark eingeschränkt. Ich glaube auch. Okay. Habt ihr das Foto hingekriegt? Ja. Ja. Nice. Stand zwar jemand ein kleines bisschen im Weg, aber man sieht ihn. Ja. Wer stand im Weg? Ich? Irgendjemand, ich glaube du, ja. Ja, ich bin aber auch so schön, ich muss aufs Foto drauf. Ja, das stimmt. Aber man sieht leider nur deinen Hinterkopf. Oh. Ach, das ist der Hinterkopf. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken. Mars hat immer einen schönen Himmel. Bei mir ist da kein sinnvolles Bild, leider. Bei mir ist da einfach nur ein komischer Himmel. Aber ja, da steht Geist. Der Geist und daneben irgendwie was Braunes. Okay, warte. Könnt ihr auf der Kamera das sehen? Ja, wahrscheinlich. Dann guck mal auf die Kamera. Nee, bei mir ist da auch Buggy. Nee, bei mir sieht's auch aus. Nee. Gut, dann können wir fahren, oder? Warte. Hab ich eingetragen? Jin, na ja. Ja. Jin ist immer gut. Mhm. Ja. Perfekt. Neues. We did it. Yeah. Ich muss wieder einen neuen Ding kaufen. Der ist schon die ganze Flasche. Alter, du immer mit deinem Jin, ey, ne? Ja, Jin ist halt geil. Jin ist wirklich sehr geil. Welcome back. Oh ja, ich sehe das Bild tatsächlich bei Fortuna. Bei Fortuna hat es nämlich gestimmt, ja. Ich war voll enttäuscht. Ich habe mir jetzt eine Whisky-Schokolade gekauft, weil die eigentlich voll geil ist. Und jetzt ist die aber mit flüssigem Whisky gefüllt. Und das mag ich nicht, denn Schokolade mit flüssigem Alkohol gefüllt. Ja, das ist voll komisch, so gefüllte Schokolade. Ich beiß da rein und dann kommt mir auf einmal das Zeug in den Mund. Sowas wie bei Morcherie. Ja, das kann ich auch nicht. Ich mag Whisky. Ich mag Schokolade. Aber nicht flüssig in der Schokolade. Mhm. Aber ich mag auch keine. Kennt ihr diese in einem 2-Bonbons mit diesem flüssigen Kern? Mhm. Das kann ich auch nicht ausdehnen. Ich mag das nicht, wenn irgendwo was Flüssiges drin ist. Die esse ich meistens nicht mehr. Ich weiß nämlich nicht, ob die überhaupt vegetarisch sind. Ich glaube nicht. In einem 2-Bonbons geht's eigentlich noch, finde ich. Aber bei anderen Sachen ist auch komisch. In einem 2-Bonbons finde ich es ganz schlimm, weil dann dieses Plopp-Geräusch macht so. Ja, das ist doch voll gut. Hä, das ist doch der Sinn daran, oder? Ja. Hä? Nee. Die heißen ja extra Plop. Manchmal macht ihr im Spiel auch einen Moonwalk, lol. Jackson ist nämlich auch tot, da kann auch ein Geist sein. Oh, das wäre voll cool, wenn wir im Bild von. Deswegen muss man den Geist immer fragen, ob er auf Kinder steht oder so. Wait, what? Wer ist ein Geist? Hast du eine Nase? Michael Jackson. Oh Gott, das wird. Boah, wenn Michael Jackson hier auftauchen würde, hätte ich glaube ich Angst. Alter, da ist noch das Bild von. Ich fand ihn immer voll gruselig tatsächlich. Und ich mochte die Musik auch nie. Boah, Alter, stimmt, da ist noch das Bild von meiner Geistertante da. Bei Michael Jackson war es tatsächlich, weiß nicht, wo in den Nachrichten kam, so groß und fett, dass er gestorben ist. Da war ich eher so nach dem Motto, hä, war der nicht schon lange tot? LOL! Okay. Der ist irgendwie so lang tot wie Elvis gewesen und dann wieder ist jetzt erst gestorben. LOL. Der war natürlich jünger. Ja, ich weiß nicht, da war ich sehr confused. Oh, ich darf auswählen. Du bleibst. Stay inside. Ach stimmt, Whisky wollte ich mir aber auch mal wieder kaufen. Ja, meiner ist auch leer. Ich hab den teuren noch, aber der ist zu häufig. Ich glaube, ich verabschiede mich jetzt von euch. Jetzt schon, so kurz vor der Geisterstunde. 22 Uhr. Ja, kurz vor der Geisterstunde. Die Geisterstunde ist auch um 3 Uhr, oder nicht? Da ist doch immer alles hier, macht das nicht um 3 Uhr. Mhm. Aber ich sollte auch ins Bett, wenn ich gerade so auf die Uhr gucke. Oha. Ach, ich muss morgen nur um 5:30 aufstehen, also. Ach, na dann kannst du. Also ich muss um kurz vor 9 aufstehen. Ich muss um 6 aufstehen. Boah, ey, ich könnte das glaube ich nicht mehr. Oh, aber die Sache ist, weil wir gehen morgen dann auch noch essen und da muss man duschen und ich habe lange Haare, bis die trocken sind. Mhm. Essen? Du guckst mich gerade an, ne? Sehe ich jetzt erst. Lol. Das sah sehr interessant aus, wie ich da aus diesem wunderschönen Schrank aussehe. Das ist schön. So, was? Wo waren wir? Achso, ich wollte eigentlich. Ja, gut, dann brauche ich ja gar keinen Job mehr auswählen. Wenn, außer Danus, willst du noch? Ach, wir haben jetzt. 183 Minuten gespielt. Ja, du schon, aber ich nicht.
Also ihr lasst mich alle allein, habe ich gehört. Okay. Ja, schon. Kann man so sagen, ja. Der Geist redet ja eh nur mit dir. Ja, genau. Ja? Ach so, meint er, dann könnt ihr auch... Für den Geist. Ja, habt ihr natürlich recht, das ist, ja dann. Das ändert natürlich jetzt alles, dann, ja. Nee, aber vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, danke, dass ich mitspielen durfte. Ich auch an die anderen ja, aber schon bestimmt. Finde ich auch. Können wir gerne wieder machen. Okay. Ja. Dann boi boi. Gute Nacht. Boi boi. Ja. Was hat denn der Junge damit zu tun? Was? 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 Ich hab doch boi boi gesagt. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Bye bye. Boi boi. So. Wow. Aber ich kann jetzt noch gar nichts mehr essen gehen, wenn ich jetzt gleich zu Bett. Scheiße. Okay, da gehe ich mal hier aus dem Discord raus und suche mir jetzt andere Freunde, mit denen ich da spielen kann. Wein, Wein. Ich glaube, ich kenne da sogar jemanden, der es sogar noch mit mir spielen wird. Hab ich gehört. Ist doch gut. Ja. Okay, dann danke fürs Mitspielen und danke, dass ich mitspielen bei euch durfte. Und dann, wir hören voneinander. Genau. Gute Nacht. So. Habe ich einmal Fortuna gerade noch abgekattet. Bye, bye, so. Okay, Kalle hatte mich nämlich vorhin unter anderem gefragt. Und den werde ich jetzt mal fragen, ob er will. Willst du noch mit mir Geister jagen gehen? Ich glaube, Becky spielt um so eine Uhrzeit wahrscheinlich schon nicht mehr. Würde ich mal vermuten. Aber wir finden schon noch wen. Und wenn, dann gehen wir halt auch zu zweit ins Geisterhaus. Notfalls gehe ich auch alleine. Ich würde aber sowieso gleich... Oh, warte mal. What? Wait a minute. Lol. Oha. Ich glaube, ich habe gerade eine Abfuhr bekommen. Oha. Da muss ich doch alleine spielen, habe ich gehört. Fies Batman. So, ich muss mal ganz kurz. Ich komme gleich wieder. Ganz kurze Pinkelpause, habe ich gehört. Bis gleich, Leute. Dauert wirklich nicht lange.
Ja, huch. Da geht man kurz pinkeln und dann sind auf einmal voll viele Leute da. Was soll das? So, hi. Wo ist er hin? Ich wurde vom Geist geholt, Fortuna. Ich wurde kurz vom Geist geholt. So. Entschuldigung. Ja, da bin ich. Hi. Schön, dass ihr rübergeradet seid. Willkommen an alle, die hier jetzt dazugedümpelt sind. Ja, ich habe gehört, ich wurde, ja. Mir wurde gesagt, sorry, bin halt jetzt mit anderen am Spielen. Also, habe ich gehört, mache ich jetzt Ridgeview Roadhouse auf Profi alleine. Cool. Klingt gut. Das klingt nach einem richtig guten Plan. Was soll da nur schief gehen? Okay, starke Taschenlampe. Bewegungssensor. Räucherstäbchen. Kann gefühlt jetzt alles mitnehmen. Dann nehme ich noch eine Videokamera mit. Brauche ich sonst noch was? Was braucht man denn noch? Gottes Willen. Bewegungssensor habe ich hinzugefügt. Bla bla blub. Was haben wir alles? Kruzifix. Ich glaube, das sollte reichen. Joa. Forever alone, aber passt schon. Mit dem Geist auf der Toilette, Mars. Also, so. Ja, die maulende Myrte war das. Wie Dawn es immer so schön sagt. So. Ja, wie gesagt, sorry, kurze Pinkelpause gemacht, einfach mal. Das Spiel ist zu gruselig, da muss ich kurz hier, ne? Ihr kennt das ja. Hä? Start? Hä? Ihr kennt das ja. Der Kali, Dankeschön für den Follow. Machst du dir Gemüte im Hamsternest, vielen Dank. Ich hab schon gehört, was du schön donated hast hier. Ich glaube, da wird sich Fortuna richtig gefreut haben, einfach. Richtig cool. Was hat er gesagt? Ich habe ihm nicht zugehört. Scheiße, hätte ich mal machen sollen. Okay, Kruzifix, Geister-Event. Ja, das kann ja nur ich sein dann. Waschbecken. Charles Miller scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden allein ist. Das ist mir eigentlich jetzt relativ egal, weil ich bin eh allein. Bin eh forever alone. Okay. Ja, erstmal Geisterraum irgendwie finden, I guess, ne? Habe ich gehört. In VR wäre das jetzt gefühlt einfacher. In VR wäre das jetzt alles einfacher, aber naja. Hat er da gerade nochmal geredet? Ja, der Kali ist ein ganz Lieber. Ja, oh mein Gott, ey. Ich wollte gerade sagen, habe ich... Oh Gott, das ist das Haus. Wieso habe ich mir das Haus auch nur aussuchen müssen gerade? Ist ja schrecklich. Wieso suche ich mir immer die schrecklichen Häuser aus? Oh, hier wären Kerzen gewesen. Ich finde, Kerzen sind toll. Vor allem in VR. Moin. Oh. Hier schon? Alter, hör auf! Ich glaube, es ist das Klavierzimmer hier schon. Ist nicht wirklich kalt, aber mir ist ja hier ein bisschen zu aggressiv hier gerade. Er hat sich selber das Licht aber angemacht. Also würde ich schon mal eine Made ausschließen eigentlich. Boah, Alter, ey, da gehst du kurz mal rein und auf einmal geht der schon voll ab hier. Ich glaube, es hackt. Ist wahrscheinlich der Klogeist, der mir gefollowt hier ist hier. Wenn mir irgendwann der Klogeist auf Twitch followt, weiß ich by the way Bescheid. Kamera brauche ich eigentlich gleich. Ich lege schon mal das Buch rein. Ich kann ja kaum was mitnehmen, das ist halt das Blöde. Wenn du alleine bist, musst du halt immer 10.000 Mal rein, raus, rein, raus. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es entweder... Oh, hat es... Da hat gerade das Licht wieder ausgemacht. Moin. Schreibe etwas in das Buch. Kannst du? Could you please not? Jetzt bräuchte ich mein UV-Dingens. Finde das nicht lustig. Ich finde das wirklich nicht lustig, was er hier gerade mit mir macht.
Auch ohne die Donation? Ja, das glaube ich sowieso. Das sind sowieso hoffentlich alle hier. Ja, ganz merkwürdige Geräusche. Die beunruhigen mich jetzt schon ein bisschen. Wir gucken mal erstmal mit UV ganz schnell. Auf die ganze Zeit neben mir zu steppen. Schreib etwas in das Buch. Bist du da? Bist du da? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Schreib etwas in das Buch. Habe ich gerade was gesehen? Irgendwie ist der Geist mir ein bisschen zu wenig aktiv hier irgendwie. Also im Sinne von Sprachdingens und... Naja. Haben wir schon irgendwas? Irgendwie nicht, ne? Da kann ja was werden, ey. Das kann ja was werden. So, das hier brauche ich dann noch. Ich habe noch meine ganzen Kameras. Sich ist da sehr ruhig, oder? Wirklich sehr, sehr ruhig. Boah, Gottes Willen. Klogeist ist von... Was macht? Dankeschön, Klogeist, für den Follow. Der Klogeist. Vielen lieben Dank, I guess. The fuck? Gut, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, EMF2 bringt mir halt sehr wenig, ne? Alter, der Klogeist. Hat er das Licht jetzt komplett ausgemacht, der Arsch? Klogeist. War die Tür vom Klo davor auch schon so weit? Na super. Dann hat mir ja gerade noch so gefehlt. Oh, er hat ins Buch geschrieben, das ist ja lieb. Bist du da? Wo bist du? Langsam echt nicht mehr lustig, ne? Wo ist denn der Sicherungskasten? Ich finde das nicht so lustig, dass er den jetzt ausgemacht hat. Aber ich kann mal vielleicht was für Kerzen mitnehmen. Das habe ich jetzt auch mitgeschleppt. Ups. Mal gucken, vielleicht sehen wir was auf der Cam. Ich würde noch eine... Oh, da ist ein Geisterorb. Nice. Endlich haben wir mal wenigstens irgendeinen Beweis. Geisterkugel. Was kann es denn dann noch sein? Phantom, Poltergeist, Djinn, Made, Shade, Yurei. Oh Gott, alles. Das kann halt wirklich nur alles sein. Was müssen wir denn noch an Sachen machen? Ja, also irgendwie... Okay, also Kamera brauche ich keine mehr. Das ist alles chillig. Sanity ist eigentlich auch noch gut. Das kann ich mal mitnehmen. Dann kann ich wenigstens Kerzen anmachen. Ja,
Der Geist ist mir unsympathisch. Aber viel macht er zum Glück noch nicht. Ach ja, Buch haben wir auch. Shade Jurai. EMF-5 würde Sinn machen, meiner Meinung nach. Was hatten wir? Gefriertemperaturen haben wir ja wirklich gar nicht, ne? Jurai. Ich würde ja auch jetzt echt ungern hier ewig drin bleiben. Das ist jetzt irgendwie uncool. Das ist zwar nett, dass du mir das Licht wieder anmachst, aber irgendwie finde ich das doch nicht so nett. Muss ich zugeben. Mein Freundchen hier. Der steppt hier auch die ganze Zeit. Gib mir ein Zeichen. Gib mir ein Zeichen. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Starker Einfluss auf den Geisteszustand. Ich weiß ja nicht. Der Geisteszustand ist mir ziemlich hoch, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist ein Shade. Der ist auch sehr, sehr schüchtern. Das muss ein Shade sein. Ich glaube, was anderes kann es gefühlt gar nicht sein. Shade wäre EMF-5. Gefriertemperaturen haben wir ja wirklich gar nicht. Und ich glaube, die Sanity ist auch... Die ist kaum runtergegangen eigentlich. Als ich raus war, war die um 20%. Ja, das ist definitiv ein Shade. Ich würde sagen, bei einem Jurai wäre die Sanity nach unten gerast. Und Gefriertemperaturen haben wir jetzt wirklich nicht. Ich sag, das ist ein Shade. Allein wie schüchtern der auch ist. Also ich habe hier aber noch gar nichts gemacht, ne? Charles Miller ist es. Puh. Seine Aktivität ist auch super niedrig. Jurai kann man ausräuchern auch. Wo habe ich mein EMF-Gerät hingelegt? Ach, das habe ich drinnen reingelegt, ne? Habe ich ein Feuerzeug drinnen irgendwo hingelegt? Ja, muss ich fast, ne? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Charles Miller. Hm. Dafür, dass ich es alleine spiele, ist es gechillt. Aber ist auch ein Shade, wie gesagt. Da ist es wahrscheinlich gechillter. Brauche ich mal kurz mein Feuerzeug wieder. Aber ich finde es interessant, dass er mir das Licht wieder angemacht hat. Wo habe ich denn das Feuerzeug hingelegt? Hier.
wirklich jedes Licht wieder angemacht. Charles Miller. Charles Miller, gib mir ein Zeichen. Ich will ihn nicht zu sehr provozieren. Charles Miller, gib mir ein Zeichen. Danke. So genau habe ich es gar nicht gemeint. Ich schwöre. Charles Miller. Charles Miller. Gib mir ein weiteres Zeichen. Erscheine mir. Charles Miller. Charles Miller. Charles Miller. Ich muss ja mal V drücken. Könnt ihr das jetzt wieder abstellen eigentlich dann? Schon wieder aufgehört. Oh, ich glaube, ich will es wirklich nicht riskieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was es ist. Vor allem, er ist immer noch aktiv, obwohl wir geräuchert haben. Es kann einfach nur einer von denen sein. Das Waschbecken funktioniert halt auch wieder nicht. Ich glaube, ich nehme das so hin und gehe. Weil ich will wirklich jetzt nicht noch sterben. Das muss wirklich nicht sein. Wir haben immerhin Knochen. Dafür, dass ich alleine bin, ist das eh schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ich wechsle mal kurz ins Bett. Alles klar, macht das Steffi. Ja, das andere funktioniert alles schon wieder nicht. Wenn das jetzt kein Shade ist, ne? Wenn das kein Shade ist, dann kriege ich die Krise. Weil dann weiß ich wirklich nicht mehr weiter, wenn das jetzt kein Shade war. Welcome back. There's some jobs ready for you. War ein Shade, ja, hat jeder gesehen. Hä? Ich bin ausgeräuchert, der kann mir gar nichts. Und Gefriertemperaturen hatten wir ja auch nicht. Ja dann, wenn das offenbar ein Shade war, dann verstehe ich wirklich meine Welt nicht mehr. Oh, Asylum auf Profi allein. Brownstone High School auf Profi allein. Alter. Ich will mich, glaube ich, umbringen, wenn ich das nehmen würde. Aber das Problem ist, ansonsten habe ich nichts so Spannendes. Aber Highschool alleine lohnt sich aber nicht. Gut. Boah, was soll schon passieren, wenn man alleine spielt, ne? Noch was? Oh. Das ist nicht gut, wenn er das sagt. Wenn er sagt, dass der Geist gewalttätig ist. Das ist schon ein schlechtes Zeichen. Vor allem für mich, wenn ich hier alleine bin. Bewegungssensor, übernatürliche Ereignisse mit EMF, Räucherstäbchen. Ich glaube, das ist ein schlechtes Zeichen. Das heißt, glaube ich, wirklich was. Das ist nicht nur einfach, oh nein, er hat gesagt, dass der Geist böse ist, sondern ich glaube, das hat wirklich was zu bedeuten. Wenn er sagt, dass der Geist aggressiv ist, dann musst du, glaube ich, viel vorsichtiger rangehen. Ups. Schlüssel vergessen. Wieso hat den auch keiner von euch mitgenommen, ey, Leute? Hättet ihr doch mal da daran gedacht. Ich bin froh, dass ich es nicht allein in VR spiele.
Aber ich mir ist trotzdem ein bisschen unwohler, weil ich alleine spiele. Muss ich zugeben. Also, wenn man nicht allein spielt, ist es angenehmer. Es ist schon wieder das Haus, ne? Oh, nö. Was habe ich denn da schon wieder genommen? Jetzt schon Schritte gehört. Alter, was macht denn der da schon? Ist das über mir oder ist das in der Garage, ist die Frage. Der ist jetzt schon super aggressiv, ey. Ich glaube, das war über mir. Da über mir irgendwie. Shit, ey. Der Geist ist wirklich nicht gut. Da so links dann, ne? Hallo? Oh, nö. Achso, das ist da drüben, ne? Ich würde sagen, hier. Oder da drüben. Wo ist denn hier ein Handy? Unangenehm. Also der Geist meint es wirklich, wirklich ernst, glaube ich. Ich erkenne nicht genau wo. Das hat sich wieder doch nach unten oder irgendwo hier in der Nähe angehört, aber wenn es da war. Ja, definitiv hier. Gefrieratem. Null Grad. Gefrieratem. EMF3. Gleich mal liegen lassen und raus. Hoch, erster Raum links, rechts. Okay, wir haben schon mal Gefrieratem. Ich glaube, das ist schon mal etwas positiver. Aber ich mag ihn trotzdem nicht. Spenst, Phantom oder Banshee oder Mardo oder Dämon oder Yurei, alles. Oh Gottes Willen, ey. Gibt's so viele mit Gefriertemperaturen. Holy moly. Gebe ihm erstmal sein Buch. Gebe mal noch mit UV gleich durch. Weil er so viel rumschmeißt. Danach nehme ich vielleicht zwei Kameras mal mit, damit wir mal gucken können. Muss ich ihn eigentlich ausräuchern? Ich könnte ihn vielleicht auch gleich mal ausräuchern, damit er mal ein bisschen Ruhe gibt, vielleicht. Schreibe etwas in das Buch. Entschuldigung, können Sie das bitte nicht tun? Schreibe etwas in das Buch. Oh, Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Buch hat er noch nichts. Muss mal gucken, was es noch sein kann dann. Aber langsam wird's risky. Fingerabdrücke. Gespenst oder Banshee? Banshee wäre noch im F5. Gespenst wäre Geisterbox. Okay, also Buch kann er eh nicht mehr sein. Vielleicht trotzdem mal ausräuchern. Ich weiß nicht, wie viel es bringt. Die Aktivität könnte schlimmer sein. Nehmen wir das hier noch mit und das hier vielleicht. Oder gegen eine Banshee hilft ein Kruzifix, ne?
Dann nehme ich mal einen Kruzifix mit und so ein Ding. Man weiß ja nie. Gespenst würde noch mit den... mit dem Salz funktionieren vielleicht. Fürchten und sind weniger aggressiv im Umkreis. Falls es eine Banshee ist und wir mit dem EMF noch nicht klarkommen, dann haben wir zumindest jedenfalls schon mal das Kruzifix. Salz weiß ich gar nicht. Habe ich Salz überhaupt mitgenommen? Bist du da? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Kind? Bist du erwachsen? Wie bist du gestorben? Mich wieder am Handy angerufen, die Liebe. Oh, fuck. Also Geisterbox ist sehr wenig. EMF hat mal einen Ausschlag zumindest mal. Und es ist eigentlich definitiv der Raum. Eigentlich müsste ich fast irgendwann mal auf die Geisterbox dann antworten wenigstens, aber naja. Das heißt, es wäre eher eine Banshee. Die mag ja ihr Kruzifix-Zeug da nicht. Okay, Salz habe ich leider nicht dabei, weil ich doof bin. Ich nehme mal eine Pille, ne? Oh, ich habe E2 dabei. Ausräuchern vielleicht nochmal. Dann nochmal Fragen stellen. Fingerabdrücke, Gefriertemperaturen, Gespenst oder Banshee? Geisterbox. Bewegungssensor und Räucher muss ich auch noch. Okay. Ja, also dann muss ich sowieso nochmal. Dann muss ich sowieso nochmal zweimal rein. Dann räuchern wir mal kurz, dann so schnell und so, ne? Und dann schauen wir mal, was abgeht. Macht schon wieder Lärm. Ich hätte gerne auch noch einen, wenn ich schon mit dem Bewegungssensor reingehe. Moin. Hätte ich auch ganz gerne noch meine Kamera schnell mitgenommen. Puh, Leute, puh. Warum bin ich auch nur so doof und mach den Spaß einfach noch alleine hier, ne? Das ist derselbe Briefkasten, den es gefühlt in Sims auch gibt. So, hat Ausräuchern gezählt. Ausräuchern hat gezählt. Dann fehlt nur noch der Bewegungsmelder. Vielleicht machen wir ja noch ein schönes Foto von der lieben Dame oder von dem lieben Herrn. Wahrscheinlich wieder irgendwie George. Die George, wir kennen sie ja. Schauen wir mal. Aber EMF ist halt auch so super still, ne? Bist du da? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du erwachsen? Bist du erwachsen? Ich glaube, da hätte schon längst geantwortet.
Aber EMF ist halt auch sehr tot gerade. Aber es könnte sein wegen dem Kruzifix. In der Nähe von dem Kruzifix sind Banshees ja weniger aktiv. Oh, der Bewegungssensor war gerade an. Ich glaube, mein EMF könnte auch verbuggt sein inzwischen. Ich weiß es halt nicht. Ich werde es halt nie erfahren. Aber die Geisterbox schlägt halt wirklich so überhaupt nicht aus, was mich sehr stutzig macht. Weil wenn die... Ich kann mir halt vorstellen, dass EMF einfach wieder buggy ist. Und sie ist weniger aktiv. Also ich kombiniere da eigentlich nur scharf. Mich wundert es immer noch, dass das vorhin Yurei war. Mit der Sanity. Das ging nicht schnell genug, meiner Meinung nach. Oh, Bewegungssensor ging wieder ab. Selbst wenn wir falsch liegen und es keine Banshee dann ist, haben wir zumindest wenigstens auch noch relativ viele andere Sachen, die wir abgeschlossen haben. Wenn ich jetzt mit mehr Leuten da, würde ich es halt noch länger probieren, aber alleine ist mir das zu risky. Alleine muss ich auch ein bisschen auf mich selber hier aufpassen, ne? Ja, war eine Banshee. Ja, wie gesagt, war ziemlich klar irgendwie. Verträge spielen? Joa, ne? Ich überlege, ob wir noch was anderes spielen. Weißt du, ganz alleine mit einem Chat, der einen gefühlt auch anschweigt wie der Geist vorhin. Wie der Shade. Der wollte ja auch nichts mit mir machen irgendwie. Ich wünschte, ich hätte die liebe Becky als Beistand noch. Oder so. Das wäre cool. Ja, ich glaube, wir spielen entweder noch was Chilliges anderes oder so. Oder ich dümpel auch langsam ins Bett und gucke mir lieber noch eine Serie an. Ich muss auch noch baden. Jetzt ist wieder kalte Saison. Es ist wieder Zeit fürs Baden gehen. Habe ich gehört. Ich gehe jetzt, ich gehe tatsächlich im Winter, Herbst so die Richtung, gehe ich immer sehr gerne baden und im Sommer dusche ich einfach immer, weil es einfach viel schneller geht. Aber im Herbst genießt du so ein, oder im Winter halt, genießt du in so ein entspanntes Bad, glaube ich, immer ein bisschen mehr. Ja, ich glaube dann machen wir es heute so, dann machen wir heute einen kürzeren Stream. Beziehungsweise wir haben ja heute Nachmittag auch ein bisschen was gestreamt gehabt, ein bisschen Sims Bau-Action hatte die ja auch schon, von dem her ist das glaube ich in Ordnung. Und außerdem war ja die coole Action hier gerade vorhin noch, wo wir mit der lieben Fortuna gespielt haben, glaube ich, auch noch ganz schön. Würde ich jetzt so behaupten. Joa, ich glaube, das ist eine gute Idee. So, dann sage ich schon mal danke fürs dabei sein, Freunde. War wieder sehr schön. Und dann schlaft mal gut und wir sehen uns dann wahrscheinlich morgen Abend wieder bei... Ich weiß noch nicht genau. Mal gucken. Vielleicht gibt es morgen Phasmophobia auch nochmal am Abend, wenn ich vielleicht coole Mitspieler finde. Oder halt irgendwie was anderes. Ich muss mal gucken. Ihr seht das ja dann morgen, ne? Also Leute, schlaft schön, danke fürs dabei sein und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, ciao, ciao, schlaf gut.